Und los geht's. Ich begrüße die Moderatorin, die Katharine. Du lässt mir den Vortritt, Marc. Also, herzlich willkommen erstmal, Jungs. Ha, ich sage immer noch Jungs, ich liebe das. Wenn ich mich so alt fühlen darf, nicht wie eine Puffmutter, aber irgendwie hat das was, oder? Die Marketenderin. Also, schön, Marc. Nein, das musst du nicht ausschneiden. Ein bisschen Humor muss gerade in diesen Tagen sein, sonst drehen wir durch. Also, Marc und Frank, ich finde es toll, dass wir uns wieder getroffen haben. Und ich sage gleich, das ist gar nicht leicht, es wird immer schwieriger, finde ich, dass man überhaupt noch Worte findet. Auf der einen Seite geopolitisch nämlich zu schauen, was passiert tatsächlich und nicht Scheiße irgendwie als Parfum zu verkaufen oder als Rosenduft, sondern es zu benennen und es auch aufzuzeigen. Und auf der anderen Seite immer auch den anderen Blick dann mit hineinzubringen. Es ist eine Herausforderung und es ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen und denke ich, ich spreche jetzt mal für mich, aber wahrscheinlich seid ihr da auch d'accord, auch für uns, weil tatsächlich, also ich erzähle dann gleich über hier in Österreich, speziell in Wien, wie sich hier die Schlinge immer mehr zuzieht. Darüber werden wir sicher auch reden. Und ja, also von daher, das war jetzt mein Intro. Jungs, schön, dass ihr da seid. Also nochmal vielen lieben Dank, dass wir uns hier wieder zusammen versammeln. Ist ja jetzt keiner beim anderen Gast, sondern wir machen hier zu dritt eine Sendung. Und von dem her, ich freue mich, dass wir das jetzt wieder, ich glaube, zum vierten Mal schaffen. Aber das entwickelt sich auch als ein sehr gutes Format. Und ich denke, dass das auch wichtig ist und wichtiger wird in den jetzt auf uns einprasselnden Wochen und Tagen und was uns da halt alles so passieren wird. Oder präsentiert also, wenn wird. Jungs, sind, bist du die Mutti und ich freue mich natürlich auch sehr, gell, sehr. Ja, also nicht nur natürlich, tatsächlich, ja. Ja. Und ich finde es gut, ja, lass uns ein bisschen jetzt über die kommende Zeit reden, über das, was die nächsten Monate so anliegt. Und da liegt ja eine ganze Menge an, dass wir da eine Sendung machen, ganz nah an den Leuten dran, weil ich weiß auch, per E-Mail kriege ich da auch ganz viele. Hängen richtig in den Seilen. Und es werden noch mehr und es ist auch nicht nur vom Status gedruckmittelt oder nicht gedruckmittelt abhängig. So ist es. Da kommt einiges jetzt. Ja. Also wenn ich da gleich ganz aktuell, ne? Also weil es ist ja immer so, wenn die geopolitische Geschichte oder nicht die geopolitische, die politische bei uns in Österreich und ich denke immer, wir sind da Vorreiter halt im Negativen und die persönliche Geschichte, wenn sich das dann so die Hand gibt. Ne? Also meine beiden Söhne sind ja in Wien, ich bin in Salzburg, sie kündigen auch in Salzburg schon den totalen Lockdown an, wobei der Lockdown mich nicht so sehr stört wie dieses komische, du kannst da nur noch an die Ämter mit 2G und so weiter. Also in Wien haben sie jetzt 2G, wenn du zum Friseur willst, wenn du trainieren willst, wenn du zur Uni willst, wenn du zu deiner Arbeit willst, was auch immer, brauchst du 2G. Und der Witz ist, 2G heißt nicht etwa so wie bis jetzt ganz normal genesen, das zweite, denn das hatten wir, dass Antigene halt noch gezählt haben. Das ist jetzt nicht mehr. Marc, du hattest den Witz vorher gebraucht, das zweite ist gestorben. An dem Witz ist was dran, denn eigentlich sagen sie, es ist geimpft. Also ohne geimpft kommst du gar nicht mehr hin. Und ich meine, meine Jungs sind natürlich da im Leben, ne? Die müssen arbeiten, die müssen studieren, die müssen, die sind nicht so wie ich, jetzt so eine olle Pensionistin, die nur zu Hause ist und hier ihren Digital nur noch unterwegs ist. Das ist einfach anders und da das Bild, das ich wirklich habe, ist, die Wände kommen näher und wenn du das dann so mitkriegst, ne, das einfach so, dann wird halt einfach was gepostet, ja, die Regierung hat jetzt beschlossen, dass keine Antigen-Tests mehr gelten. Also einfach so, ne? Und du fühlst dich wirklich wie komplett irgend so einem Autokraten ausgeliefert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nur einen Impuls, diesen Idioten irgendwas, keine Ahnung, abzuschnipseln. Ich meine natürlich die Krawatte, Entschuldigung. So, aber jetzt gebe ich wieder an euch zurück. Ich wollte nur veranschaulichen, warum das manchmal etwas unter die Haut dann auch geht. Und ja, ganz kurz, was war jetzt dieses zweite G? Das müsste doch dann trotzdem genesen gewesen sein. Es heißt genesen, aber ich habe noch nicht die Info, unter welchen Bedingungen sie es gelten lassen. Tatsache ist, so wie bis jetzt gilt es nicht mehr. Das heißt, das, was bis jetzt noch die Möglichkeit war, speziell ist für meine Jungs in Wien, das gilt nicht mehr. Also du, keine Ahnung, was die da wollen, irgendwas Aktuelles, das du dann bestätigst, ich weiß nicht, wenn ich es weiß, dann werde ich es vermitteln, ich will jetzt ja. Nichts Falsches sagen, aber sie haben erstmal jetzt angesagt, ab Montag, also ich sprich ab übermorgen, das machen sie so kurzfristig, ja, kommst genau. Du, kommt jetzt auch meine Schwester nicht mehr an die Uni rein, ne? Weil das gilt nicht mehr, was sie da hatte. Okay, naja. Naja gut, dann das ent, ja, also da kann man sich entblöden, wie man will. Irgendwo ist jetzt wirklich der Punkt erreicht.
wo jeder letztendlich für sich entscheiden muss, lässt er sich das noch gefallen oder nicht. Ich will nicht sagen, dass wir auf einer Zielgeraden sind und ganz ehrlich, ohne da jetzt irgendeinem Kollegen zu nahe zu treten, aber wer jetzt dann immer noch meint oder das verbreitet, also von wegen, das ist ja jetzt nur noch, um irgendjemanden aufzuwecken, da ist irgendwas nicht verstanden worden. Also das ist dann auch in der Traumwelt leben, wo ich sage, Leute, bitte schaut euch einfach mal die Realität draußen an. Weil dieses Aufwecken in Anführungszeichen, das hat letztes Jahr war das ein Thema. Und wenn wir uns jetzt überlegen, es ist jetzt ein Jahr her, wirklich. Ein Jahr, wo wir oder wo ich dann auch das erste Mal und Gott sei Dank auch durch deine, wirklich durch deine Fürsprache da das erste Mal online gegangen bin, was ja durchaus auch eine Entwicklung für mich bedeutet hat. Aber die Dinge, die wir dadurch in Bewegung gesetzt haben, auch mit dem Michael und was dadurch alles auf YouTube gekommen ist. Also das ist ja wirklich eine Kette, die wir hier aufdröseln können und wo wir sagen, da gehen Dinge auf. Und wenn wir wirklich mal alles zur Seite lassen und du hast es so wunderschön in, glaube ich, 173er Frankfreiheit aufgedröselt, wo man gesagt hat, jetzt gehen wir mal durch, was war letztes Jahr, da war das alles noch Kindergarten und jetzt wird es langsam zu einer ja, lebensbedrohenden Geschichte. Also lebensbedrohend dahingehend, dass sie dir jetzt die Biowaffe an die Stirn halten, das ist das eine, oder sie versuchen dich jetzt in irgendeiner Art und Weise in die finanziell oder in den finanziellen Ruin zu drängen. Das ist also das, was man zumindest sieht. Und ich habe das Gefühl, ich kann es nicht belegen und ich habe es mit Michael gestern in unserer Sendung, also Klareste Nacht 28, hat der Michael das sehr weit gesponnen mit dem Thema, es wird gerade eine neue Glaubensgemeinschaft, eine neue Nation errichtet, also kein Staat, sondern eine Nation weltweit der Corona-Gläubigen beziehungsweise der Corona Hörig. Auch immer Zugehörigen. Ja? Hörig sowieso, das kommt noch mit dazu, also dass du tatsächlich dann auch irgendwo eindeutig identifiziert bist und wenn du die dritte überlebt hast, vielleicht bist du dann aufgestiegen, man mag das durchaus so sehen. Wenn du meinst, wie ein Freimaurerritual, Marc? Ja, weniger wie ein Freimaurerritual, sondern eher so ein bisschen so in dem Bereich biblisch, also das heißt, gut, das war dreimal, bis der Hahn gekräht hat, dass du mich verleugnet hast, könnte auch so ein Thema sein, wenn man es mal umdreht. Also nicht die Verleugnung, sondern dass man dreimal Ja gesagt hat. Okay. Ja, man ist freiwillig hingegangen, man hat dreimal freiwillig unterschrieben. Man verzichtet auf alle Ansprüche. Ja, also religiös gesehen, du gibst ihnen jetzt das heilige Mittel. Also frei nach Monty Python, gebt mir die heilige Handgranate, der heilige Handgranate gegen den Hasen und was muss ich tun und nicht länger als 3 Zellen und nicht bis 4 und gar nicht bis 5. Und wenn du es dann überlebt hast, dann bist du im Kreise wieder aufgenommenen der, die sich weiterhin bewegen dürfen. Und ich denke, das Thema wird spätestens nächstes Jahr auf uns zukommen, dass irgendwelche Restriktionen mit dem Geld kommen werden. Das ist das Nächste. Also in Italien sehen wir es, in Österreich haben wir das Thema auch schon. Und aus meiner Sicht ist, wenn man da jetzt nicht anfängt und sich vorbereitet hat, also auf lange Sicht, sprich Gelder irgendwo anders hin verschoben hat, vielleicht langfristige Verträge oder sich auch dementsprechend mit Werkzeug, mit Maschinen oder was auch immer, was man so brauchen kann, also Alltagsdinge, eingedeckt hat, dann wird es echt die nächsten Wochen und Monate ein wenig blöd. Ja, jeder nur ein Kreuz. Also zu diesem dreimal ist ja jetzt interessant auch zu sagen, dass der Basisschutz, Marc, zumindest in der Diskussion ist, dass der erst ab dreimal gilt. Das ist gerade interessant. Also jetzt nicht mal diese Zweifach-Stempel in deinem gelben Mitgliedsheft, ja, sondern du brauchst dann 3, ja, um echt der Zeuge Cs zu sein. Ja. Brauchst du, ja, und das würde bedeuten, weil jetzt hier in Deutschland, Schweiz, Schweiz und Österreich unten ist, Katharina, fangen sie schon an, sie bringen jetzt den Ball ins Spiel. Wir alle Verschwörungstheoretiker von Anfang an gesagt haben, ihr werdet andauernd dann gespritzmittelt, gedruckmittelt. Ja, klar. Das geht hier jetzt auch gerade los, ne? Dass sie dann sagen, okay, ihr braucht es eigentlich dreimal und dann hilft der eigentlich immer nur ein halbes Jahr, dann lässt die Wirkung nach. Währenddessen hier die krassesten Gerüchte auf die Runde machen. Ich weiß, schlägst du das auf YouTube hoch oder willst du das hier hochladen auf YouTube? Wahrscheinlich nicht.
Also das, ich denke, so wie ich das sehe, das wird sich ein das wird zum Telegram-Video. Also, Frank, du hattest ja gesperrt wegen dem oder wegen Afghanistan. Ich habe es trotzdem offen gelassen, ich habe es oben gelassen, weil ich im Zweifelsfall können wir die Dinge ein bisschen umschreiben, aber ich möchte mich nicht verstecken und ich weiß, dass es so viele ältere Menschen gibt, die nur YouTube schauen. Also werde ich es auf jeden Fall auf YouTube schreiben. Also um es zu erklären, ich bin auch mal wieder gesperrt in YouTube. Unser Afghanistan-Video war der Anlass. Man hat mir nicht gesagt, warum. Ja, es ist eine Farce. Man muss über lange Zeit, muss man ohne diese Plattform versuchen zu arbeiten. Und ich kann nur appellieren an die Leute, bitte ändert euer Klickverhalten. Es gibt Odyssey, es gibt VisiTube, es gibt Telegram, geht da rüber. Ja, weil wir tun uns schwer auf den Plattformen. Wir werden ständig, kriegen wir einen dann drauf, so dich, ja. Okay. Welches Gerücht, Frank, wolltest du? Du wolltest über ein Gerücht sprechen. Ja, also es ist echt irre. Wir haben das vor vielen Franks Freiheiten bin ich hingegangen, da sind mir diese Statistikverfälschungen schon aufgefallen. Da habe ich dann, wie du aus diesen sehr klaren Themen, gedruckmittelt, ungedruckmittelt und gesund und krank, wie du die so lange verwäschst, bis du keine Klarheit mehr drin hast und dann kannst du natürlich auch die amtlichen Zahlen dementsprechend verändern, ja? Die rauskommen. Und da kam mir dann auch das Gerücht der Pandemie der Ungedruckmittelten dann auf, womit sie jetzt ja Probleme bekommen. So, Gerücht. Was heißt Gerücht? Ich kriege es von mehreren Seiten zugetragen, dass in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen eben hauptsächlich die Leute sind, die Ja gesagt haben. Ja zu den Druckmitteln und Ja zum Stillhalten. Und dass man das unbedingt verwaschen muss. Ja? Ich bekomme mit, die Luftwaffe, heißt jetzt Team Luftwaffe, Martin? Ja. holt aus, ich meine, es war Rumänien oder Bulgarien, holen Sie Leute für die Intensivstation in den Krankenhäusern hier. Rumänien, in Österreich auch, Rumänien. Ah, okay. Das bedeutet, die Belegung geht hoch, die Betten wurden runtergefahren, die Prozentualkante geht und die haben ist demnach höher und die haben das Infektionsschutzgesetz schon so geändert vor einem Dreivierteljahr, dass du eben dann politische Maßnahmen über die Kreise und Länder ergießt, wenn die Krankenhäuser zu sehr belegt sind. Also warum sage ich das? Ja, die Schlinge zieht sich zu und ich beobachte es halt immer politisch. Wie ist es bezweckt? Was soll da passieren? Ja? Also ich vergleiche es, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das tue. Ich habe schon oft verglichen mit diesem berühmten Kampf gegen den Krebs, wo du ja nie weißt, wenn du den bestrahlst, wer siegt. Am Ende hast du vielleicht eine siegreiche Therapie, aber der Patient ist halt dabei gestorben. Aber ich will nicht schwarz malen. Ich meine einfach nur, es erscheint mir eine Frage des Timings. Und natürlich ist es im Leben auch so. Also ihr kennt das sicher auch, dass sich im Leben oft die Lösung erst dann auftut, wenn wirklich der Tiger auf dich losspringt. Also versteht ihr vom Bild her? Also ich kenne das in meinem Leben, dass es manchmal komplett eng werden muss, damit die Lösung kommt. Sie kommt eben nicht 5 Minuten vorher oder so einen Schritt davor, sondern sie kommt erst, wenn es wirklich darauf ankommt. Und ich denke, was wir in einem ersten Schritt, weil du davon gesprochen hast, Marc, was wir tun können. Ich glaube, was wir tun können, können wir, also zuerst mal, denke ich, geht es darum, die Dinge zu benennen und das hier zu vermitteln, worüber du, Frank, mal gesprochen hast, nämlich, dass wir jetzt hier dass die Empathielosigkeit hier regiert. Das ist ganz wichtig. Wir haben eine Regierung und eine Gesellschaft, die völlig empathielos ist. Und gerade diese Gepieksten sind vollkommen empathielos oftmals, also sehr, sehr viele. Und ich denke, was wir jetzt in einem ersten Schritt machen können, ist, die Dinge zu benennen, weil wenn du nicht benennst, wie es ist, wirst du niemals die Therapie einleiten können. Jede Therapie erfordert, dass du zunächst einmal Bestandsaufnahme machst und sagst, so ist es, es benennst. Und dann können wir den Menschen, die da draußen zuhören, unsere Empathie vermitteln und sagen, wir hören dich, wir sehen dich, wir verstehen dich, wir verstehen auch deine Not, dein Drangsal, gerade mit Familie, mit kleinen Kindern, finanziell und so weiter. Wir verstehen sie. Leider können wir sie hier nicht, wir können das nicht lösen. Es kommt der Punkt, wo auch
wie es im Krieg ist, und ich meine, du hast es ja oft gesagt, Frank, aber darüber können wir ja auch reden, wir sind tatsächlich in einer Art vierten Welt, dritten Weltkrieg, in einer Art hybriden dritten Weltkrieg. Es ist ein Krieg, und im Krieg ist dann auf, an irgendeinem Punkt ist auch jeder auf sich gestellt, weil du kannst keine Parolen mehr ausgeben oder du kannst auch nicht mehr sagen, wie der andere sich zu verhalten hat, sondern jeder kann nur an der Position, wo er ist, in seiner Biografie, in seiner Lebensphase schauen, wie kann er das und möglichst sich ruhig verhalten, wenn es irgendwie geht, und durchschlüpfen, weil ich glaube, es ist auch nicht die Zeit, um jetzt auf die Straße zu gehen, Marc, weil wir weil du vorher gemeint hattest, von wegen wann ist das Nein, aber sich in diesen Tagen auf die Straße zu begeben, ich weiß nicht, wir kriegen viel Widerstand mit, ich habe es online gepostet, zum Beispiel die Bild, ne? Bild TV hat eine Diskussion gemacht, da kommt das schon mit diesem, dass die Gepieksten die Haupt, das wurde offiziell, ich habe es euch weitergeleitet, offiziell heißt es schon, es sind hauptsächlich in den Krankenhäusern gepikste. Und ich habe es von inoffiziellen Seiten, also von Krankenschwestern und so weiter, bekomme ich das auch. Also es ist bestätigt, dass es so ist. Es heißt dann aber, die wären da drinnen wegen der Ungepieksten. Die hätten das verursacht. Ja, ja, klar. Es also sind immer die anderen Schuld. Komplett verdreht, ja. Sie sind zwar eigentlich geschützt, aber von den Ungeschützten wurden sie dann angesteckt. Und doppelter Kopfschuss. Also ich kann das bestätigen, was du da sagst. Die Lösung, Katharina, die kommt tatsächlich erst dann, wenn du fast auf der neuen Daseinsebene, Heldenreise, sind wir wieder bei unserer Heldenreise. Meine Oma hatte ein Täfelchen im Flur hängen, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Aber du musst an diesem Punkt der dunkelsten Nacht sein, ja? Weil ich merke so ein bisschen bei dir, dass du jetzt auch... oder ich bilde mir ein, zu merken, dass es dir leid tut, keine Rezepte für jeden parat zu haben. Es sind halt individuelle Heldenreisen, die hier gegangen werden. Und vielleicht ist das auch ein Grund für diese Empathielosigkeit, die du spürst in der Stadt. Ich spüre die auch, dass die Leute auf Überleben geschaltet haben. Jeder wurstelt jetzt irgendwo durch. Diese Vereinzelung ist ja eben auch eine Strategie, eine Taktik, greift. Ich denke immer in Düsseldorf an die weißen Kreise auf dem Boden. Die bebildern das für mich perfekt, was da passiert. Und die Leute sind unter einer Hypnose da. Diese eine Schauspielerin, die hat das sehr schön benannt, Sarah Bennett oder sowas, die hat es gesagt, die sind wie unter einer Hypnose. Und das bringt es sehr, sehr schön auf den Punkt. Ja. Ja. Also ein Satz noch mal. Ja, klar. Meine Frau, die weiß immer, wenn ich anfange, optimistisch zu werden, dann wird es eng, und ich schalte jetzt auf Optimismus, hiermit amtlich. Damit weiß zumindest meine Frau, es wird jetzt eng. Ja, was wolltest du sagen? Also, das mit dem Engwerden ist eine Sache, also es war absehbar. Ne? Also klar, Frank, du hast das ja schon vor Wochen und Monaten wirklich in dieser dramatischen Art und Weise immer wieder angesprochen. Das ist das eine. Mir fällt im Moment auch wenig, wie soll ich sagen, Optimismus, sondern wirklich erst einmal analysieren, dann die Lage für den Einzelnen abschätzen. Da sind wir wieder erst einmal wirklich gucken, wo steht man. Dann vor allem ganz wichtig, auch einmal die eigenen Kräfte mal festlegen. Also sprich, was habe ich denn da? Was habe ich? Militärisch würde ich sagen, okay, wie viel Munition ist da? Wie viele Fahrzeuge habe ich? Dann muss man sich auch ganz klar überlegen, in seiner Situation, kann aber auch nur jeder für sich selber, welche Möglichkeiten habe ich? Wie lange kann ich aushalten? Und aushalten heißt jetzt für mich auch eine gewisse Zeit. Und man sollte sich das wirklich einmal das nächste Jahr, also das Jahr 22, in Abschnitte einteilen. Also wirklich mal gedacht, und zwar nicht, da könnte der nächste Urlaub sein, sondern also jetzt das erste Frühjahr oder Winterhalbjahr, dann das Frühjahr und dann der Sommer. Und sich auch wirklich überlegen, was ist wichtig. Und Änderungen können sicherlich irgendwann von heute auf morgen kommen. Man sieht es jetzt in Sachsen. Warum in Sachsen, ist klar, weil die sind ein bisschen wehrhafter. Heute ging irgendwie eine Nachricht durchs Netz, das war von dem Frag uns doch, dem ich normalerweise nicht folge, weil da vieles, was der erzählt, einfach Bullshit ist, aus meiner Perspektive. Aber er hatte doch da eine ganz interessante Nachricht oder beziehungsweise eine ganz interessante Sprachnachricht rausgeschickt zu dem Chemnitzer Klinikchef, dieser Thomas Jentgesens. Also anscheinend, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, musste er einen
Brief hinterlassen haben, in dem er sich geäußert hat, dass er diese ganze Lügerei und das Ganze nicht mehr mittragen kann und sich in diesem Zuge dann auch als fanal, so wird es jetzt dargestellt, ich möchte jetzt das nicht unbedingt teilen, aber ich denke, das ist durchaus mal ganz interessant, dass sich also hier ein Klinikchef mutmaßlich selbst vom Dach stürzt, um hier ein Zeichen zu setzen. Ja? Da können Sie jetzt ein bisschen verschwörter darstellen und das ist ehrlich gesagt garantiert keine Maßnahme mehr, um irgendjemanden aufzuwecken. Also sondern hier geht es einfach nur noch darum, dass die Leute langsam anfangen, ihrem Gewissen nachzugehen und vielleicht auch zu begreifen, dass sie den falschen Herrn dienen. Und ich hoffe nicht, dass es zu mehreren solchen Fällen kommt. Vielleicht ist es notwendig, das kann sein. Ich selber habe jetzt auch die letzten Tage erlebt, dass es durchaus noch eine gewisse Vernunft und Menschlichkeit gibt. Also auch durchaus mal bei höheren Juristen oder irgendwelchen anderen Dingen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also das menschliche Miteinander oder das Reden miteinander ist schon noch da. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der in seiner Position wirklich festsitzt. Und ich würde das jetzt mal mit einem General vergleichen, der dann Ende der Schlacht so jemand wie Model, der irgendwann hergegangen ist, hat gesagt, okay, Krieg ist verloren, Kessel ist geschlossen. Hiermit löse ich die Einheiten auf. Das war dann mit eines der letzten oder einer der letzten Befehle, die er gegeben hat. Und gesagt haben, die Leute sollen sich retten, rette sich, wer kann. Und hat sich aber dann selber unter der Eiche irgendwo hier im Ruhrkessel erschossen. Weil er wusste, dass sein Eid ihn an irgendetwas bindet, aber er nicht das Recht hat, irgendwo seine Männer in einer sinnlosen, wirklich sinnlosen Schlacht zu opfern. Das also nur mal so vom Denken, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder wo man dann den Freitod wählt. Also nicht Selbstmord, das ist was anderes. Vom System her, klar, weil man entzieht dem System seinen Körper und auch die Möglichkeit, darauf Kredit zu nehmen, ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn man sich diese Perversität wirklich mal vorstellt, wo wir jetzt langsam hinkommen, und es ist unübersehbar, also wir reden hier nicht mehr von einem so demokratischen Staat, also das Thema ist vorbei. Wer das noch nicht begriffen hat, mit dem brauchst du nicht weiter diskutieren, das Willst du was sagen? Ja, ich wollte also zum autokratischen Staat können wir gleich noch viel sagen. Ich wollte nur ganz kurz, weil dieser Chemnitzer Klinikchef hat sich ja vorher mit dem Bürgermeister getroffen, heißt es, und hatte ein Gespräch mit dem. Und für mich ist da die Frage, okay, war er wirklich so verzweifelt, dass er sich vom Dach gestürzt hat? Ich habe bezeichnenderweise im Moment, wie das, also immer, aber sehr gute Gespräche mit meiner Tochter da in Chicago, die ja gar nicht so viel von dem, also die ist ja ganz woanders, da ist es ja viel lockerer. Und trotzdem sagt sie, also sie erkennt total die Lage, ne? Dass wir in einer Situation sind wie 38. Das sagt sie ganz klar, ne? Also das so ist, so empfindet sie es. Und sie sagt, sie versteht, wenn der eine oder andere jetzt da klein beigibt und sagt, er sieht keinen Ausweg. Sie sagt, sie ist nicht an dem Punkt, aber sie versteht es, wenn das bei dem einen oder anderen der Fall ist. Nur, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass er ungemütlich für das System wurde. Also das wissen wir nicht, ne? Da will ich auch nichts unterstellen. Aber es ist ja das eine nicht so viel anders als das andere oder das eine nicht weniger schlimm als das andere. Also insofern, aber über das autokratische System, nämlich auch die Unterscheidung zwischen einer Diktatur und einem autokratischen System, da wollte ich noch eingehen. Aber ich gebe jetzt gern erstmal an dich weiter, Frank. Und oder soll ich das gleich erzählen? Ja, nee, das wäre schön, weil sonst staut es bei mir tatsächlich. Ja. Ich habe den Eindruck, die Politiker gehen da auch ein Stück weit oder sind da in eine Falle hereingetrieben worden, aus der sie jetzt nicht mehr rauskommen, nämlich aus ihren ganzen Narrativen. Die Gewaltspirale dreht. Die Regierung ist in ihrem Handeln angewiesen jetzt mittlerweile auf Sondergesetze, auf das Infektionsschutzgesetz, auf dieses C-Narrativ und darauf, dass wir weiter uns Druckmittel lassen und Maske tragen. Die kommen nicht mehr raus. Wir haben mittlerweile viele Tote. Und damit verbunden eben auch sehr viel, dass ein Narrativ bröckelt, dass die Impfbereitschaft für eine dritte oder gar eine vierte Spritze noch geringer ist. Also der Widerstand wächst, das Krieg, und das hat jetzt nichts zu tun mit Gläubigkeit oder Ungläubigkeit. Die Leute wollen nicht, die merken auch, also die Herde wird langsam unruhig, die wittert so. Ah, irgendwas stimmt nicht. Also selbst wenn du weggucken willst, Kollektivfelder bei Robert Scheltrick funktionieren anders, die funktionieren summarisch. Irgendwann erfasst es die Leute und ich habe den Eindruck, wir sind psychisch, sind wir schon
sehr, sehr in einer Unruhe drin. So. Und die kommen nicht raus aus ihrem Narrativ, sind mit uns gefangen in dieser Gewaltspirale. Und das Ding läuft länger oder später unweigerlich gegen die Wand. Zwei Sätze noch zum Klinikchef. Der Klinikchef kommt mir, meine Meinung, vor wie ein Opfer eines hybriden Krieges. Du brauchst in einem hybriden Krieg eben auch eine gewisse Personalauswahl. Sei es bei einer Wahl, dass du bestimmte Parteien forcieren wollen würdest, wie du auch eben bestimmte Personen abwählst oder hinwählst. Also Leute, die gerne Fallschirm springen zum Beispiel oder in Hotels baden oder mit ihrem Auto fahren, die sind dann unter Umständen, ich meine das tatsächlich halt mal so lustig, ich will es wirklich nur umschreiben, die sind dann Gefahren ausgesetzt. Ich beschreibe das nicht als Einzelfälle, sondern als Selektionen in einem Krieg, wo ich die Steuerungselemente ersetze, wie in einem Auto bestimmte Teile. So begreife ich das. Und ein Klinikchef, der jetzt auf einmal kritisch wird und dann vom Dach springt, bei mir kommen da Fragen auf. Ich finde das Nachfragen. So deutlich wollte ich es gar nicht sagen, aber ich bin da absolut bei dir. Also es gibt da andere Möglichkeiten. Ne? Das, ich weiß nicht, Vietnam gab es ja mal den Mönch, der sich da öffentlich verbrannt hat. Und was ja dann später mehr oder weniger auch einer der Auslöser war, damit, wann war das, glaube ich, 62, 63, wo der sich öffentlich verbrannt hat, beziehungsweise wo dann diese Fotos um die Welt gingen, wo dieser südvietnamesische Polizeioberst oder General irgendwo auf offener Straße, da gibt es doch dieses ganz berühmte Foto, wo der das an den Kopf hinhält und dann in dem Moment, wo die Kugel durch den Kopf durchschlägt, die Kamera Klick gemacht hat. Das waren dann solche Bilder, die dann auch dazu geführt haben. Und wenn ich also den Druck weiter erhöhe, dann ist das tatsächlich eine Geschichte, wo ich sage, geht denen sämtliche, also Empathie haben sie eh nicht. Das hat auch nichts mit Empathie zu tun, sondern wo möchte ich darauf hinsteuern? Auf der einen Seite mache ich die Wirtschaft platt. Das heißt, ich lasse die Musik lauter und schneller laufen bei der Reise nach Jerusalem und ich fange an, aus dem laufenden Spiel, wenn die Leute das sehen, Stühle rauszunehmen. Volkswagen, glaube ich, hatte doch jetzt das Thema, dass die irgendwo angefangen haben, Leute rauszuschmeißen, obwohl die sich haben impfen lassen. Das muss man sich vorstellen. Also das heißt, da mag der ein oder andere dabei gewesen sein, der gesagt hat, damit ich meinen Job behalte, lasse ich mich jetzt hier irgendwo vergiften. Und genau in dem Moment sagen die, super, wir machen das Werk zu. Ja, oder wir hauen halt jetzt irgendwelche 18.000 Leute raus. Beziehungsweise die jetzt dabei sind und meinen, sie müssen sich jetzt noch für ihren Job, weil sie so unheimlich wichtig sind, doch noch irgendwo entscheiden. Da könnte es durchaus sein, dass es die ein oder andere Firma in der nächsten Zeit einfach zerlegt. Jetzt mal rein von der anderen Logik. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ja sehr viele gibt, denen es aufgrund dieser zweiten Vergiftung nicht besonders gut geht und dann vielleicht kommt noch die dritte hinterher. Und jetzt lass doch mal nur in der Firma tatsächlich, wie es ja auch immer wieder die Meldungen kommen, Pflegepersonal, wir stellen die Boosterimpfung ein. Also eigentlich müssen wir jetzt einen Plan aufstellen, wann wer geboostert werden kann und dann müssen wir wegen würfeln, ja, also wie beim russischen Roulette, wenn er Glück hat, überlebt das, wenn er noch viel mehr Glück hat, dann wird er jetzt nicht krank und fällt mir für 3 Tage aus. Also das heißt, wer darf denn jetzt hier den kürzeren Strohhalm ziehen und sich dann anmelden in dieser Logik? Die andere Sache ist aber, sie machen die Wirtschaft weiterhin platt. Und gut, wenn die, dann sollen es die Innenstädte halt platt machen, dann gehen halt die 30% nimmer hin. Oder vielleicht 20%. Oder vielleicht sind auch viele dabei, die sagen, nee, Weihnachten tun wir dieses Jahr nichts einkaufen, weil es wird entweder zu teuer oder die PlayStation 5 gibt es nicht, weil die Chips nicht kommen, die Dinger da drin brauchen, also gibt es einen Gutschein oder vielleicht lässt man das ganz unter den Tisch fallen. Also ich glaube, man hat tatsächlich dieses Thema Inflation auf der einen Seite, die Leute werden aufs Geld achten, da sind wir dann nämlich wirklich dabei, dass man sich der ein oder andere wirklich entscheiden muss, heize ich jetzt einen Tag, 2 Tage, 3 Tage in der Woche und kaufe ich mir was zum Essen oder nicht. Diese Thematik wird kommen und da hilft dir das dann auch nicht mehr, wenn du dich hast in irgendeiner Art und Weise bedruckt tanken lassen. Und dann kommt, ja. Ne, dann kommt, das sind wir, also dieser hybride Krieg oder generell Krieg gegen die eigenen Leute.
Und wer das noch nicht begriffen hat, wie gesagt, das tut mir leid, da brauchen wir auch nicht mehr aufwenden oder mit dem reden, sondern es wird im Moment alles in eine Richtung geschoben, wo ich sage, wo wollen die hin? Also wenn die eine glorreiche Nation uns darstellen wollen, da reißen sie im Moment ganz viel ab. Aber was kommt danach? Da möchte ich gerne, weil Frank, du hast es gesagt, dass jetzt einige, also ich kriege mit, dass einige zumindest Fragezeichen haben, dass einige, dass jetzt auch kommt, ja, wieso kommt jetzt kein Aufschrei, also dass sich welche wundern, dass kein Aufschrei kommt. Also es der Druck wird erhöht, wie du ganz richtig sagst. Und mir ist das, ich habe diese Philosophin, habe ich gepostet bei mir, ich habe sie euch auch geschickt, sie heißt Dr. Claudia Simone und dann der Name, ich habe ihn jetzt gerade nicht, The Show oder so, ich habe es bei mir auf Telegram gepostet, weil es wirklich eine wahre Fundgrube ist, die auch eben sehr sich mit dem, also sie kommt aus der philosophischen Ecke, aber sie beschäftigt sich sehr mit dem heutigen Geschehen und hat das witzig, also nicht witzig, ist nicht witzig, sie hat das auch als trojanisches Pferd benannt, ne, diesen Virus. Aber was ich besonders spannend fand, ist, dass sie unterscheidet zwischen einer Diktatur und dem Totalitären, also dem Totalitarismus. Der Unterschied ist nämlich der, bei einer Diktatur weiß das Volk, dass es von dem Diktator beherrscht wird und es hasst den Diktator. Und ich denke, in der DDR wussten sie, dass sie in einer Diktatur leben und dementsprechend haben sie, wie hieß er, unser komischer Typ da oben? Honecker. Honecker, genau. Sie haben ihn gehasst, also zumindest die meisten. So. Aber wir leben jetzt hier in einem totalitären Regime, eine totalitäre Umklammerung. Und der Unterschied zum Diktator ist, du bist in einer erstickenden Umklammerung und der Bürger wirkt mit, er checkt es also nicht. Du hast also noch nicht einmal die Wahl, dass du den Diktator hassen kannst, dass du in einer offenen Diktatur lebst, sondern diese Umklammerung ist so umfassend, dass ganz viele es einfach nicht checken. Sie merken nur, dass ihnen die Luft immer mehr ausgeht, aber sie wissen nicht, woran es liegt. Und sie haben noch nicht einmal das Privileg, sage ich jetzt mal, dass sie denjenigen da oben hassen können, weil der ja in diesem Gaslighting hier ständig sagt, ich will ja nur euer Bestes und sie glauben es. Also das ist die viel, viel schlimmere, weil es ist eine komplette Umklammerung und es ist das, was wir jetzt erleben. Es ist eine totalitäre Umklammerung und wir verwenden Diktatur und Totalitarismus, als wäre es dasselbe und diese gute Dame hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das etwas völlig anderes ist und dass das eine viel, viel schlimmer ist als das andere. Ja, also tatsächlich. Einmal ist es Unverstehen, Katharine, bei vielen. Komplettes Unverstehen. Nicht in der Lage, intellektuell nicht in der Lage zu begreifen, behaupte ich. Viele verstehen aber auch und sind einfach korrumpiert oder dann abhängig einfach, gucken, dass sie ihre Familie so, was soll ich denn machen, darüber als Fragezeichen. Ich empfehle, tief in sich zu gehen und tatsächlich im Inneren zu schauen. Ich habe eine Menge rote Videos dazu gemacht, die Systemschnittstellen runterfahren, wo es nur geht, oder zu allem Ja sagen. Ist natürlich auch eine Lösung. Du sagst jetzt Ja, du machst dort mit. Allerdings derjenige, mit dem du jetzt dann da mitspielen willst, ich vergleiche das immer wie mit Kindern, mit denen du Monopoly spielst, die Spielregeln immer ändern am Tisch. Und das machen diese Herrschaften auch. Man hat es ja gesehen, 14 Tage eine Maske, jetzt sind es 1,5 Jahre, 2 Impfungen, dann habt ihr euer Leben zurück. Eben jetzt sind es 3, dann sind es 4. Also mittlerweile müsste man checken, die Loyalität, die Menschlichkeit, sich an Versprechen halten, alles das ist nicht da. Und das sind Grundlagen von einem Aug-in-Auge-Ding, dass ich sage, Marc, mit dir mache ich jetzt einen Handel, dir vertraue ich. Wenn das nicht gegeben ist, ist doch der ganze Handel wertlos. Das muss den Leuten doch jetzt eingehen. Auch wenn sie tun, was die sagen, werden sie verarscht, betrogen und sie fallen hinten runter. Ich glaube, diese Zeit ist jetzt, die kommt jetzt, mit einem Höhepunkt, der Dezember, Januar dann einschlägt, ja, in der dunkelsten Zeit, ohne das Ganze jetzt zu sehr spiritualisieren zu wollen, ist mir aber was aufgefallen, und zwar von der Frau Merkel. Die hat zur Zeitumstellung kam die ja raus mit dem Ding, es wird jetzt harte Einschränkungen für die Ungedruckmittelten geben. Ja? Und da gingen bei mir jetzt die Lichter an, so in Richtung Startschuss. Also das sind immer so Eingaben, sie hat damit einen Startschuss gemacht. Wir
gehen jetzt, also die Tage werden jetzt kürzer, die Dunkelheit nimmt wieder zu, wir gehen in die Saturnalien rein, wir gehen zu diesem Schicksalstag, 9.11., wir laufen jetzt bis zum 21., 22.12. in die dunkelste Zeit. Es würde jetzt sehr schön, ich spüre sowas, deswegen rede ich darüber, wobei ich mich da jetzt nicht 100% festlegen würde. Es würde sehr schön korrespondieren damit, dass man jetzt wieder lieber einen Feldzug, und das ist ja ein spiritueller Feldzug, dass man das angleicht an diese Zykliken, die da wirken. Versteht ihr? Sowas fliegt mich an, das ist allerdings jetzt nur ein Beiwerk. Ja? Ich würde darauf jetzt nicht bauen wollen, aber ich finde es einigermaßen interessant. Zu dir. Oder wollt ihr was zu sagen? Nö, nö, ist okay. Mach ich weiter. Zu dir, Marc. Du hast die Länge der Krise, die uns da erwartet. Das wird einigen nicht gefallen. Ich denke, die ist länger. Wir haben jetzt eine Zeit vor uns, wo Menschen in meinem Hintergrund, denen ich vertraue, gesagt haben, es kommt darauf an, dass man die überlebt. Es ist eine sehr dunkle Zeit. Es wird viele Tote geben. Das ist das, was ich auch seit Monaten immer schon gesagt, nein, weitergegeben habe. Weil ich selbst habe mich da 100% nicht mit konkurrent gemacht, muss ich fairerweise sagen. Ich bin da ein Stück weit beobachtend. Ja. Ja, aber wie lange es dauert, Marco, da möchte ich auf dich zurückkommen, ganz vorhin. Wenn du als Soldat im Feld bist, was kann man den Leuten jetzt mitgeben, was tun? Wenn du als Soldat im Feld bist, dann habe ich schon geguckt, wie viele Patronen und sowas habe ich noch. Aber ich war einer derjenigen, die hatten in der Gasmaskentasche immer einen Sack Schokoriegel mit dabei. Mhm. Ja, also Essen, Wärme, wie kriege ich es warm? Wasser, also diese ganzen Sachen, da kannst du jetzt zu Prepper gehen, braucht man nicht glatt zu walzen. Und doch, also Phase 1, das ganze Preppertum musste ausbauen. Das muss laufen. Thema Burgverteidigung. Gibt zwei Sachen, Burgverteidigung oder mobile Verteidigung. Dann mache ich mich aus dem Staub. Man sollte für beides gerüstet sein. Ja, du lachst, Katharine, ganz wichtig. Aber was dabei noch wichtiger ist, was mich von Anfang an anhaucht dabei, und das ist aber nur eine Gefühlssache wieder, die ganzen Berge Lebensmittel und so letztendlich nutzen nichts. Die werden es lange aufziehen und sehr quälend. Es wird lange dauern. Und selbst wenn du jetzt 50 Kilo Nudeln und Tomatensauce hast, damit wird es nicht getan sein. Denk an die Hungerblockaden nach dem Ersten Weltkrieg. Dann kam auch eine Grippewelle. Das hat sich über 5, 6, 7 Jahre hingezogen, diese Krise, bis alles im Arsch war wirklich. Und dann wird aufgebaut. Ich will den Leuten jetzt nicht den Mut nehmen, aber mir kommt es, was mich anhaucht, ist, es gibt ein extrem langes Ding. Jetzt mit einem Höhepunkt, der kommt jetzt, ja, aber es gibt ein langes Ding. Ich will nicht so viel alleine reden. Da möchte ich, darf ich kurz einhaken? Okay, also ich gebe dir absolut recht. Burgverteidigen ist die eine Geschichte, und Burgverteidigen heißt jetzt für mich nicht nur, dass ich sage, gut, okay, ich mache meine Wohnung, mein Haus winterfest und ich lagere hier Dinge ein. Sondern ich habe das Thema, ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, also zumindest jetzt nicht in der letzten Zeit, aber ich glaube im privaten Gespräch habe ich es schon mal gemacht. Was noch viel wichtiger ist, die Moral hochzuhalten. Und die Moral hochzuhalten, das heißt, ich muss mich an irgendwas festhalten können, was mich erfreut. Also auch wenn da draußen, keine Ahnung, die Welt untergeht, ja, dann brauchst du in deiner Höhle, in deiner Wohnung, brauchst du ein Licht, an dem du dich festhalten kannst. Wenn wir jetzt wieder bei dem Bild der Stalingrad-Kämpfer wären, ja, die haben zum Teil ein Foto gehabt, wo die, was weiß ich, ihre Liebste, irgendwas, das haben sie bis zuletzt festgehalten, das war wichtig. Zum Teil haben sie es auch über die Gefangenschaft mitgebracht. Und die daheim gekommen sind, es gab noch ein paar, die haben auch das, bis zuletzt haben die daran festgehalten. Also das ist das eine. Das Materielle, so blöd es auch klingt, und ich habe das auch einmal hinter mich gebracht. Ich habe tatsächlich durch verschiedene Umstände war das also tatsächlich so, dass ich mit meiner Mutter mal in eine Situation gekommen bin. Da sind wir mit Sack und Tüten, sind wir noch aus oder beziehungsweise von hier weg, waren in einem benachbarten Land, und aus verschiedenen Umständen war dann irgendwann der Punkt da. Es war also keine Kohle mehr da.
Ja, und dann war die Entscheidung, warten wir jetzt ab mit dem letzten Hunderter, dass irgendwo ein Wunder passiert oder lassen wir alles zurück und gehen. Also ich habe das hinter mich gebracht. Das alles, was ich jetzt wieder hier mir aufgebaut habe, das sind alles Dinge, die ich mir jetzt wieder geschaffen habe. Aber wenn es kommen sollte, dann sind wir nämlich bei der mobilen Option. Dann heißt es, im Zweifelsfall packe ich meinen Rucksack, da sind 10 Kilo drin und da sind die wichtigsten Dinge drin. Und dann bleibt alles andere zurück. Was aber noch viel wichtiger ist, das ist wie gesagt hier das obere geistige Mindset, dass man sagt, okay, morgen geht die Sonne wieder auf, egal was passiert. Und wenn da draußen die Hütte abbrennt oder keine Ahnung was, die Sonne wird wieder aufgehen. Und bis zum letzten Tag, wo es das letzte Mal aufgeht oder untergeht, ist eine Chance, wieder von vorne anzufangen, es wieder zu stemmen und zwar aus eigener Kraft. Dazu muss man auf sich vertrauen und es wird auch einmal der Punkt kommen für jeden von uns, wo dann einmal wieder in ein Loch fällt. Aber der Punkt ist, rauszukommen. Und jeder von euch hat was da, woran er sich klammern kann. Also macht euch erst einmal innerlich fit. Und zur Verteidigung gehört auch, mal wirklich auch die Akten durchzugehen und so mal zu gucken, was brauchen wir nimmer. Also wir sind jetzt auch zum Jahresende. Das ist immer so das Thema, wo die ganzen Versicherungsvertreter normalerweise vor der Türe stehen, ohne dass ich denen jetzt was absprechen will. Aber vielleicht sollte man mal überlegen, dass man jetzt keine neuen langfristigen Verpflichtungen eingeht, die nicht notwendig sind. Ja? Also sprich, guckt mal, wenn er noch was auf der Bank rumliegen habt, kauft lieber, wie schon geheißen hat, kauft noch einmal die Waschmaschine, weil die alte ist schon 15 Jahre alt, dann kauft euch lieber noch eine neue, bevor es vielleicht gar nicht mehr gibt oder wenn sonst irgendwas rumliegt. Holt euch einfach die Dinge, die es im Moment da draußen gibt, wo ihr meint, die könnte es geben. Und was noch viel wichtiger ist, Dinge, die euch Freude machen. Und da bin ich auch mal bei dir, Katharina. Ja? Und wenn es geil ist oder wenn einem das ein gutes Gefühl macht, dass man die Rosamunde Pilcher anschaut, dann kauft euch lieber jetzt oder irgendwas oder Marvel Superhelden oder sonstigen Scheiß. Holt euch was, was euch irgendwo immer wieder aufbaut, wo ihr Freude dran habt, was ihr in die Hand nehmen könnt, was euch nach oben zieht. Oder Rauchkräuter oder sonst was. Ja? Weil für Nahrung und Wasser wird es immer eine Möglichkeit geben, es zu holen. Ja? Also auch jeder hat bei uns in Deutschland, es gibt keine Stelle, wo kein Fluss im Umkreis von 3 Kilometern ist. Wenn es ganz schlimm ist, laufe ich mit dem Eimer los und hole es mal aus dem Fluss. Ja? Also da wird es Mittel und Möglichkeiten geben. Und das gehört auch mit dazu. Und wenn der Arbeitgeber sagt, ja, wenn Sie nicht, Leute, nicht der Arbeitgeber, sondern der Arbeitnehmer, weil der nimmt ja eure Arbeit und verwandelt sie in seinen Umsatz. Diejenigen, die das begriffen haben, wer wirklich gut ist in seinem Job, also nicht der Lagerstaplerfahrer vielleicht, der ist leichter ersetzbar. Aber jemand, der seit zig Jahren in seinem Job drin ist und wirklich auch einen Status erreicht hat, wo er sagt, er ist vielleicht unverzichtbar in der Firma, der gibt doch den Takt vor. Nicht der oben sitzt, der Personaler, weil der ist austauschbar, so schnell schaut er gar nicht, den braucht keiner. Aber denjenigen, der vielleicht in der Lage ist, mit der Rohrzange noch irgendeine Leitung zu reparieren, der ist wichtig. Und der wird auch immer wichtiger, weil die ganzen Oberstudierten, die jetzt danach drängen, die sind nicht mehr in der Lage, einen Nagel gerade in die Wand reinzuhauen. Und das ist definitiv so. Und was ich heute auch noch erlebt habe, das möchte ich kurz noch sagen, als wirklich positive Sache. Ich habe auch heute eine 12-Jährige erlebt, die ganz klar sagt, geh weg mit der Spritze, ich will das nicht haben, aus innerer Überzeugung. Das heißt, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. Stärkt die. Und wenn ihr solche Mädels und Jungs habt in eurem Umfeld, und egal was da ist, fördert die. Scheiß doch auf dieses Dreckschulsystem. Das ist sowieso für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ganz knallhart raussage. Es ist für den Arsch. Und wenn heute die, und wenn irgendjemand sagt, der ist noch nicht bedruckmittelt und die Uni lässt die nicht mehr rein, ja, dann scheiß doch drauf. Weil das wird es auch anders geben. Die Fähigkeiten kommen aus uns raus. Die brauchen uns auf lange Sicht, nicht wir die. Und das sollte man mal begreifen. So, und jetzt bin ich ruhig. Ja, also ich könnte jetzt darauf eingehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt manche natürlich wirklich, wenn wir jetzt hier mit Stalingrad und so anfangen, nicht, dass ich das verkehrt finde, Marc, also überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass wir die Dinge auch benennen und es ist ja nicht umsonst, nein, es ist nicht, das ist der falsche Ausdruck, nicht umsonst. Es ist nicht von ungefähr, dass diese Assoziationen bei so vielen auftauchen. Sei es jetzt wirklich meine Tochter, die das von sich aus benennt, obwohl sie da in Chicago sitzt. Also jeder, denke ich, hat solche Assoziationen. Das heißt also, Marc,
es ist wichtig, es zu benennen. Ich möchte nur darauf hinweisen, Frank, worauf du ja ganze Sendungen verwendest, nämlich, dass das tatsächlich ein hybrider Krieg ist. Und was, und du hast es ziemlich genau die Bausteine auseinandergenommen oder wirst es auch noch tun. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das heißt, dass wir auf vielen Ebenen oder auf vielen Dimensionen es hier zu tun haben. Und es kann sein, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass die Stalingrad-Zweite Weltkrieg-Ebene, dass die sozusagen nur, und mit dem nur meine ich nicht jetzt, das ist genug, also das reicht schon, dass die in unserem kollektiven Gedächtnis und in unserem kollektiven deutschen Schmerzkörper so stark drinnen ist, dass es schon reicht, es zu evozieren, es überhaupt heraufzubeschwören, damit es jeder spürt. Das heißt also, ich bin mir nicht sicher, ich glaube eigentlich nicht, dass es dazu kommen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es reicht, dass es im kollektiven Gedächtnis drinnen ist, dass das schon ein Schreckgespenst ist, das groß genug ist. Und ich denke, die Mittel, mit denen jetzt gearbeitet wird, du hast es schon gesagt, Frank, dieses etwas gewähren, etwas wieder wegnehmen, nicht wissen, wenn du einkaufst, wirst du, was brauchst du, wirst du gestoppt, kannst du noch reisen, kannst du noch zum Job oder was begegnet dir als nächstes? Also diese vollkommene einmal so, X-Beliebigkeit und nicht zuletzt, und darüber haben wir viel gesprochen, aber ich möchte es hier nochmal betonen, dieser Eingriff in unseren Körper, und zwar nicht durch Erschießen, denn ich meine, da kannst du sagen, okay, entweder ich sterbe oder ich lebe, sondern durch viele, viele anderen stufenweise Eingriffe, auch in unseren Mentalkörper und in unseren Emotionalkörper. Also das heißt, wir haben es hier teilweise mit perfiden Techniken zu tun oder Methoden zu tun. Und deswegen, Marc, finde ich auch wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich meine, das versuche ich ja auch in jedem meiner Videos. Diese innere Stärke, dass wir das Innere, das Einzige, was wir dem entgegensetzen können, ist unser innerer Reichtum, auf den wir uns verlassen können, das, was man uns nicht wegnehmen kann. Und auch innerhalb der Familie, das zu stärken in den anderen Familienmitgliedern, statt sich jetzt mit denen auseinanderzusetzen. Ganz viele schreiben mir, ich habe nur noch Kampf. Meine Kinder werfen mir vor, dass ich ein Nazi bin oder irgend sowas. Und ich würde wirklich empfehlen, hier jetzt den Druck rauszunehmen und zu schauen, wie man das Potenzial jedes einzelnen Familienmitglieds stärken kann, es aufbauen kann, denn das werden sie brauchen. Das ist das, wovon dann gezehrt wird in diesen engen Stunden. Das merke ich jetzt schon. Ne? Naja, bloß ganz ehrlich, zu dem Thema Familie, das gehört aber für mich auch zum Reinigen der Burg. Ist nicht schön, aber wenn ich merke, dass ich Leute um mich herum habe, ob ich jetzt mit denen verwandt bin oder nicht, die mir meine Kraft nehmen, und die mich beschimpfen, oder jetzt in dem Fall, ja, dann sag halt, okay, dann bin ich ein Nazi. Dann ist schon mal diese Angriffsfläche weg. Und wenn du ein Problem damit hast, okay, du, niemanden zwingen. Ja, also nicht falsch verstehen. Ja, aber Martin spricht jetzt als Junggeselle. Ich rede jetzt von denen, die mir schreiben, die wirklich in einem Familienverband, wo die Mutter die Kinder aufzieht und die Kinder, also kann ich einfach sagen, ich vertüss mich. Aber Frank, ich gebe... Nein, aber irgendwann am Schluss geht es um dich. Um ja. dich, weil du kannst, und dann sind wir bei dem, oder du kannst aufgeben. Aber Marc, ich glaube nicht. Also da möchte ich tatsächlich was Positives sagen. Ihr wisst ja, ich bin jetzt auf Optimismus gestreckt. Gut. Nicht ernst. Ich bleibe bei meinem Raster, dass ich sage, wer heute dann ein Familienmitglied als Nazi oder so etwas beschimpft, das sind immer noch Argumentationen auf einem intellektuellen Niveau. Ob das jetzt hoch ist oder nicht, egal. Aber die reden auf einem intellektuellen Niveau. Das bedeutet für mich nur, das ist ja Teil des, ich mag es kaum zu sagen, Supermarktbildes. Also wir müssen dann tiefer runter, damit, nehmen wir Ahrweiler. In Ahrweiler war nach der Katastrophe plötzlich egal. Der neben dir ist, wird jetzt anders bemessen. Was hat der AfD gewählt? Scheißegal, der ist gerade ein super Typ, der hilft mir hier und das machen an. Ja. Und ich meine auch in den Worten von dem Herrn Tohl genau das vor 3 Monaten immer wieder zu hören. Ihr müsst tief runter. Also es wird Dinge geben, die auf nationaler Ebene viele Menschen traurig machen. Das war so ungefähr das, was er sagte. Wenn ich dann im Interview bei ihm nachgefasst habe und habe gesagt, heißt es, der Supermarkt ist leer? Sorry. Dann sagt er, nein, es muss nicht alles immer so schlimm kommen. Ja, also im Grunde ist da auch ein bisschen Widerspruch drin. Ich bleibe dabei. Ich sage, wir gehen durch ein tiefes Tal, das uns letztendlich einen wird. Und ich sehe sonst auch in dieser Gesellschaft, in diesem Miteinander,
keinen Weg, wie das zu kitten wäre. Die Menschlichkeit muss wieder hoch. Und die wird nur über Leid, wird die nach oben kommen. So funktioniert es halt mal. Und tatsächlich diesen Hybridkrieg. Wenn man jetzt alten Kämpfern mit Stalingrad kommt, dann winken die ab und sagen, Jung, du hast ja gar keine Ahnung. Das hier draußen, wir haben alles. Ihr redet aus dem beheizten, warmen Zimmer heraus. Ihr spinnt. Und es ist für mich ein Ziel dieser lila Serie Hybridkrieg klarzumachen, dass es daran nicht allein zu bemessen ist. Ein Hybridkrieg ist ein äußerst linkischer Krieg, der da geführt wird. Der hat aber im Hintergrund dieselben geistigen Schablonen wie ein mit Waffen ausgetragener Krieg. Und die besondere Linkischkeit von ihm ist, und deswegen erleben wir da draußen kein Braveheart. Wir erleben keine Leute, die mit dem Schwert oder sonst was jetzt für ihre Freiheit kämpfen. Ich frage mich, warum? Weil du A, keinen hast, gegen den du kämpfen kannst. Er offenbart sich nicht, dein Feind. Er bleibt richtig in der Tarnung. Mhm. Weil dir die moralische Handlungsgrundlage als Kämpfer genommen wird. Ja, wieso willst du denn kämpfen? Die wollen unser Bestes. Mhm. Wir müssen unsere Kinder jetzt schützen. Die müssen gedruckmittelt werden. Dir wird ja durch diese, ich behaupte, Lügerei, die draußen allerorten ist, wird dir die Handlungsgrundlage genommen. Und das sind alles, das ist List, das ist Kriegslist zum Beispiel, über die wir da jetzt reden. Das sind alles solche Elemente, das ist mein Ziel in dieser lila Reihe, das offen zu legen, was hier eigentlich passiert, weil es so komplett nicht verstanden ist, bilde ich mir ein. Vollkommen. Für jemanden aus dem Mainstream-Lager hast du einfach einen doppelten Hirnschuss und eine Alufolie drüber geklittert. Ja? Ah ja. Darf ich bei der Gelegenheit nur sagen, also Leute, bitte nicht missverstehen. Ich habe nämlich, wir haben über den deutschen Geist geredet, da wollte ich den Supermarkt nicht, weil ich war auf der Suche nach dem deutschen Geist und deswegen habe ich immer, was wollen die jetzt mit dem Supermarkt? Ich will den deutschen Geist, den finde ich nicht im Supermarkt. Heute bei dieser Sendung ist der Supermarkt ganz wichtig. Der ist ja ein Teil des Ganzen. Also bitte scheut euch nicht, den Supermarkt hier zur Sprache zu bringen. Wollte ich nur hat das sagen. Wort gesagt. War das nicht auch bei Monty Python? Übrigens, Marc, es ist auch ein neues Asterix-Heft rausgekommen. Ja? So viel mal zu Pilcher und Konsorten, neues Asterix-Heft. Ja? Kann man sich auch holen. Ja, habe ich schon. Ja, ich decke mich ja momentan auch stark mit Literatur ein und da hinten wartet eine Menge, was gebaut werden will, aber im Moment bin ich tatsächlich noch mit Arbeit zu und kann die auch noch verrichten, was ich auch noch gerne tue. Aber ich sehe das ja. Also auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass im Moment viele Leute auch klarer werden und sagen, sie trennen sich jetzt zum Teil von irgendwelchen Immobilien, wo sie lange Zeit dran festgehalten haben, weil sie sagen, ja, das ist nicht mehr wichtig. Das gehört auch mit dazu, wirklich hier mal zu sagen, was ist noch notwendig, was ist nicht mehr notwendig oder was muss jetzt sein oder irgendwas. Also wirklich hier mal strategisch zu überlegen und zu gucken, was ist notwendig, was ist nicht notwendig, was belastet er oder was kann man halten oder wie auch immer. Oder wirklich sich da mal so einen Plan auch in der Familie machen und zu sagen, okay, mal verschiedene Szenarien durchzugehen. Der Supermarkt ist nicht das Problem, weil der wird weiterhin beliefert werden und da werden auch genug Sachen drin sein. Naja, nicht alles, sagen wir es mal so. Also gewisse Güter könnten plötzlich weniger werden, aber das macht nichts. Man muss ja halt dann vielleicht vorher beim Erzeuger holen. Also diejenigen, die dann vorm Supermarkt stehen, haben halt vergessen, dass der Bauer 3 Kilometer weiter draußen ist, der das Zeug vielleicht noch hat. Aber das ist nur mal so ein Tipp. Marc, direkt mal dazu, weil ich glaube, das wird anders ausgespielt. Ja, wir gehen jetzt in so eine Krise rein, in so einen tiefen Tunnel rein. Aber allein, dass zum Beispiel die Düngemittelpreise so komplett hochgefahren sind, zeigt mir, dass es ein Krieg oder ein Konflikt wird, der weit ins nächste Jahr reingeht. Hm? Ja. Ah ja, Frank, wollte ich dich sowieso fragen, weil hattest du nicht irgendwie erwähnt, das wäre jetzt aus dem Remote Viewing deine Information, aber darüber kannst du gleich reden. Also ich wollte jetzt nur,
Ja, genau. Also ich beobachte sehr wohl, und wenn mir das schon auffällt, heißt das viel, weil ich bin in der Beziehung sehr blond. Mir fällt auf, dass die Supermarktregale tatsächlich leerer werden. Also das ist auffällig. Dann weiß ich jetzt aus sicherer Quelle, wie das klingt, oder? Dass die Autos, es gibt keine neuen Autos mehr und die Leihautos gehen weg wie die warme Semmeln. Also da gibt es schon Angebot und also es wird schon knapp. Ich wollte aber noch auf was eingehen, Frank, weil das fand ich sehr, sehr gut, was du vorher gesagt hast. Es gibt tatsächlich eine, also oder anders, dieses spaltende Gift hat sich so sehr in die Gesellschaft hineingefräst, bis in die Familien, bis in die Freundschaften, bis ins Tiefste. Und du hast es ganz richtig benannt, das ist so gespalten. Und wir kennen das aus Filmen. Ich meine, natürlich kennen wir es auch aus dem Leben, aber im Film wird es meistens besser dargestellt, dass du etwas siehst wie eine komplett zerrüttete Familie und du denkst dir, das kann nie wieder werden. Wie sollen die jemals wieder zusammen? Und im Alltag schaffen sie es nicht. Sie immer mehr gehen sie auseinander. Ich kenne das auch aus meiner Familie, aber es ist besser, in einem Film kannst du es besser anschauen. Und dann merkst du, dann passiert irgendetwas ganz, ganz Schlimmes, was alle an den Grund ihrer Existenz bringt. Und dazu kommt auch, dass es vielleicht nicht alle schaffen. Also, dass vielleicht auch dann wirklich etwas geopfert wird, was unwiederbringlich ist. Das kommt dazu. Aber nur das schafft es dann, dass die Heilung auf einer so tiefen Ebene wiederhergestellt werden kann. Und von daher, Frank, gebe ich dir recht. Ich denke, so wie wir jetzt diese Gesellschaft, so wie sie jetzt gespalten, wie sie vergiftet ist, wie sie komplett zersetzt ist, kann sie sich, also wer denkt, ja, jetzt schauen wir, dass alles wieder normal wird, dass der komische Virus weggeht und dann ist alles wieder wie vorher. Und du hast es, glaube ich, privat auch zu uns schon mal letztes Mal gesagt, ne? Da sind Zerwürfnisse, da ist etwas passiert, das geht nicht so leicht wieder weg. Ne? Also das kann man nicht so leicht wieder kitten. Und das fällt mir auch auf. Das ist, denke ich, nicht zu unterschätzen. Das ist vielleicht auch den, ich will es jetzt nicht Super-GAU nennen, weil das ist ein komplett bescheuertes Wort, aber ich weiß nicht, dass es das braucht, dass wir wirklich an den Grund der Existenz ankommen, damit das überhaupt zu einer Umkehr kommen kann. Ja. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Das mit den Opfern geben, mir kommt da bloß so ein Filmklassiker rein, die Höllenfahrt der Poseidon. Ist das ein Klassiker? Ich würde schon mal sagen, also Klassiker in dem Sinn, Gene Hackman, also nicht in der Fassung von Wolfgang Emmerich, sondern wirklich in der Fassung mit, wann ist die, glaube ich, 76, 78 irgendwas. Also da gibt es ein paar Filme, der Nachfolgefilme. Die waren schlecht. Ne? Jedenfalls dieser Weg dann durch den Schiffskörper und am Schluss, also wer ihn noch nicht gesehen hat, will ich jetzt nicht spoilern, aber wo sich dann tatsächlich der Held, und da sind wir dann auch bei der Heldenreise, opfert, das finde ich, würde jetzt dazu passen, also sprich in der Familie, dass man zusammen gehen muss, das ist so dieses 10-Negerlein-Spiel und tatsächlich eben dann mit einem durchaus dann ja für ein paar zumindest positiven Aufgang, aber ich glaube, den kann man sich mal angucken, dann ist das, wird es vielleicht bildlicher. Also tatsächlich jetzt das, was du gerade angesprochen hast, Katharina, das war jetzt kurz bloß der Einwurf. Ja, die Läuterung findet erst statt, wenn wirklich alles andere, worauf man sich sonst noch zurückzieht und damit kompensiert, wenn alles genommen wird, erst dann kann Läuterung stattfinden. Aber Frank, ich gebe an dich weiter. Oh, ich will nur rückmelden mit dem Opfer, da ist was. Also ich habe immer so meine Sensoren, die dann das Alarm schlagen, mit dem Opfer ist was. Wir haben es in der Religiosität auch, Marc. Das ja. Opfer, da hast du auch im jüdischen Glauben, meine ich, der so und so vielte Sohn, der ist dann automatisch als Opfer oder den sollte man opfern, damit zwei Anopfer. Sowas halt, wir haben das Opfer Lamm, ist auch ganz hart besetzt, ganz stark besetzt in der christlichen Mythologie. Ich sag mal, also ich werfe einfach mal in euch rein zum Gären lassen, da ist was, auch jetzt in Bezug auf heute. Okay, und zu dir, Katharina, nochmal. Ja, wir sind halt Krisenveteranen. Wir werden zu Krisenveteranen, so wie unsere Alten eben ihr Stalingrad oder ihre Ostfront oder ihre Erlebnisse, die waren eingeprägt dann. Die wurden im Krieg konditioniert und die werden wir nie mehr, ja, das sind so harte Sätze. Also ich denke, wir werden die behalten. Bestimmte Dinge werden bei uns bleiben. Ich merke das an meinem Verhalten zum Beispiel. Ich gehe einkaufen und dann muss ich mich jedes Mal, das ist Arbeit, gewahr muss ich mir werden, nein, du musst keinen Einkaufswagen nehmen.
Weil das irgendwie ist das in dieser Zeit bei mir, da gab es eine Verknüpfung, wie es reingegangen. Ja, es gab ja dann diese Securities und du wirst mal aufmerksam gemacht und haben sie einen Wagen und sie sind zu zweit, jetzt brauchen sie zwei Wegen, aber wir kaufen wir, ganz egal. Und ich muss jetzt jedes Mal bewusst gegensteuern. Und da frage ich mich, wie ist es erst mit Leuten, die sich darauf eingelassen haben, die jetzt also nicht so gegenwärtig waren, alles Bullshit. Ich glaube, das ist unmöglich, das rauszubekommen, wenn du da nicht bewusst bist. Ja? Also es wird schwierig. So wie die Alten vom Krieg erzählt haben, die haben dann ihr Fleisch, ich kenne es ja, bei mir ist einer in der Verwandtschaft gestorben, der hatte die Kühltruhen, Plural, voll mit gefrorenem Fleisch, weil der Hunger gelitten hat im Krieg. Der brauchte das als, ja, so. Ja. Verhalten, ja. Und wo du das jetzt gesagt hast, ich ertappe mich ja wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwelche Serien mir anschaue, was weiß ich, Miami Vice, Nash Bridges, whatever, ja. Und dann sitzen die in einem Café zusammen, da siehst du keine Maskenträger und gar nicht. Wie geht denn das? Also wirklich, das ist schon so tief da drin, dass du denkst, oh, Normalität oder komisch, warum passiert es da drin nicht? Also das wundert mich auch, dass wir zumindest nehmen es nicht wahr, vielleicht gibt es neue Produktionen, wo du dann ja auch Menschen siehst, die da mit irgendwie Gesichtsstoff rumlaufen. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht kommt es noch, aber mich wundert es schon sehr, dass da nicht was vorproduziert worden ist auf diese Zeit, dass wir es darüber nicht bekommen. Ich wundere dich, was zu sagen schnell. Katharine, du hast das Video geteilt, die Änderung der Geschichte. Mich hat dabei Marc nämlich auch schon angeflogen, diese ganzen Hollywood-Filme, die weiterhin eine Normalität zeigen, wollen die unter Umständen als Frage mal diese Phase jetzt dann irgendwie verleugnen oder unter den Tisch fallen lassen? Mal so als Ding an euch rübergegeben, ja? Könnte das sein. Das waren so Gedanken von mir. Weil ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich erwartet, jetzt müssen Hollywood-Produktionen kommen, die diese Maske zum Beispiel als erotisch darstellen, als besonderen Liebesbeweis der Frau oder so. Ja, ja, nee, das kam ja alles nicht. Ich weiß, was du meinst, ja, klar. Das ist kein Zufall für mich, ja. Nichts ist ein Zufall daraus. Ja, ich finde das seltsam. Ja, also ich meine, ich möchte jetzt noch eine Gegenseite reinbringen, ja. Weil natürlich auf der einen Seite, es gibt viele düstere Szenarien, ne? Und dass jetzt alles Mögliche vertuscht werden soll oder in der Geschichte vertuscht wurde und wir uns, und das ist ja schon, ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen, das ist wirklich Remote Viewing. Wenn du während etwas passiert, es dir anschaust und schon eine Ahnung davon hast, wie es werden könnte und genau deswegen wird es dann nicht so. Also ich habe ja mal gesagt, Frank, wir tauschen uns mal darüber aus, wie ich kenne Remote Viewing nicht, ich weiß nur, was ich mache, aber manchmal habe ich das Gefühl, als ob es eine Ähnlichkeit gibt. Ne? Weil dieses, du bist drinnen, du schaust es an von draußen, du bist drinnen, du spürst es und gleichzeitig bist du dadurch, dass du in das Geschehen eingreifst. Und ich denke, da sind wir an dem Punkt. Die Frage ist, müssen es alle oder reicht es, wenn es ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung macht? Ich will zwei Sachen einwenden. Mir fallen nur zwei ein, aber vielleicht fallen euch noch mehr ein. Weil jetzt könnt ihr manch einer da draußen sagen, oh mein Gott, ihr zeichnet ja hier ein düsteres, dystopisches Bild. Und ich will zwei Sachen einwenden. Das eine ist etwas, was der Alexander Wagand auch schon betont hat, nämlich, dass wir so viel Zugang haben wie noch nie zuvor, wo früher das geheime Einweihungen waren und dieses Wissen nur ganz, ganz wenigen zuteil wurde. Ja. So ist es heute für jeden möglich. Ne? Ich habe nur so eine kleine Geschichte. Ne? Rede ich mit meinem Sohn irgendwie und sein Mitbewohner ist komplett immun gegen das alle. Wir reden darüber noch. War es heute oder gestern? Und er erzählt mir, der ist komplett immun gegen das alles. Und auf einmal sagt der Mama nach unserem Gespräch gestern, weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich auf einmal bei Telegram schlau gemacht und hat die ganzen Kanäle durch, genau die du auch immer schaust. Also den hat es auf einmal gepikst und ich finde das so lustig, weil das ist nämlich oft. Du redest über etwas, ich sage das oft zu meinem Sohn oder zu meinen Kindern, in dem Moment, wo du etwas erkennst und es diagnostizierst, kommt schon in die Wende.
Ne? Also er hat noch gesagt, ach, den interessiert das gar nicht und was ist heute. Ne? So, und das heißt also, das eine ist dieses, wir haben so viel Wissen wie noch nie zuvor und wir können diese Sendung machen und die Leute können es anschauen. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit. Das ist das eine. Und etwas, was jetzt damit wieder gar nichts zu tun hat, aber wo ich wirklich erkenne, dass etwas passiert, die Frage ist nur, wie ordnen wir das ein? Jeden Tag hören wir von den Razzien, ne? Sei es Drogen, sei es Kinder, Trafficking oder ich weiß nicht, was das alles ist, Waffen und so weiter, also die ganzen Clans und so weiter. Also das hören wir wirklich, das gibt es jeden Tag. Und ich, auch wenn ich jetzt noch so skeptisch sein will und kritisch sein will, mir fällt kein Grund ein, warum sie das klären sollen. Also sprich, ich will damit sagen, ich sehe schon zwei, die nur das eine ist so offensichtlich und das eine ist so dominant und das andere ist so verborgen im Untergrund. Ich weiß allerdings, dass das oft so ist im Leben, sowohl in uns drin als auch um uns drin, dass das, was wirklich die Oberhand gewinnt, ganz lange im Verborgenen operiert. Ja. Okay. Also wer uns Düsternis vorwerfen mag, ich kann es verstehen, dass einem das auf den Sack geht, verstehe ich. Aber wir sind eben vor einem Umbruch und das sollte mittlerweile jedem klar sein, wer das negiert, der ist halt weltfremd, der fällt hart dann. Ja, dann aber er wird fallen. Ja. Die Razzien, liebe Katharina, ich könnte mir vorstellen, dass ein Machtgleichgewicht verschoben ist. Deswegen diese tatsächlich untergründigen Kämpfe, also die untergründigen Kämpfe. Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass da das Gute gegen das Böse kämpft oder Weiß gegen Schwarz oder sowas, sondern dass da Eliten um ihre Territorien auch im Untergrund eben zu Werke gehen. Ja? Allerdings, ja, bin auch bei dir. Was mich immer so ein bisschen anfliegt, was mir keine Ruhe lässt die ganze Zeit, man hätte jetzt die Bedruckmittelung, ne? Die hätte man mit Pflicht und Gesetz und ganz schnell durchziehen können. Und man hat es nicht getan. Auch jetzt das Argument, dass man ein demokratischer Staat ist und die zieht nicht ganz, denn jetzt nach 1,5, 2 Jahren landen wir doch in der Totalität. Und es hat aber jetzt jeder über 2 Jahre minutiös vorgeführt bekommen. Also die Tatsache, dass diese Druckmittelei nicht schnell und offensichtlich durchgezogen wurde, sondern so quälend langsam, die erinnert tatsächlich an einen Aufwachprozess, der durchgeführt wird. Und wenn du dezimieren willst, hättest du es auf anderem Wege einfacher und schneller tun können. Und wir wissen alle drei, du machst es dann über Generationen und es wird überdeckt wieder, funktioniert. Marc, du bist in den Startlöchern, ja? Ja, also ich bin da absolut bei dir, weil ich mir auch denke, für viele andere Sachen wurden ja Gesetzesvorlagen die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre vorbereitet. Immer wieder so ein Stück, da hat man was geändert, da hat man was geändert, da tralala hin und her. So. Genau. Bloß für das Thema nicht. Sondern da, wo das losgegangen ist, also dieser Stadtschuss mit dieser Zwangsimpfung war ja letztendlich dem Spahn sein Vorstoß mit der Masernimpfung. Das war der Stadtschuss. Und es war auch so halb gar, weil man gesagt hat, ja, kommt nicht, bumm, plötzlich war es da. Aber das kommt alles in so einer Zeit, wie wenn irgendjemand gesagt hat, scheiße, wir stehen jetzt kurz vor einer Überraschungsoffensive. Also ich vergleiche das jetzt mal mit den 7 Tagen Vorbereitungszeit für die Operation Market Garden, also die Landung der britischen Fallschirmjäger in Anaheim. Und dieser Feldzug in Anführungszeichen oder diese Offensive ist ja am Schluss das Hauptziel, den Rhein zu erreichen oder zu überqueren, ist ja gescheitert an schlechter Aufklärung, an Versagen, Logistik in der Truppe und noch ein paar anderen Dingen. Sicherlich nicht an der Tapferkeit der Soldaten. Sondern einfach, weil zu schnell, zu viel und schlampig vorbereitet. Nennen wir es einfach mal so. Und so kommt mir das auch vor. Ja, man schiebt jetzt nach, es kommt noch eine Idee und noch eine Idee. Es funktioniert nicht, es läuft nicht rund. Und aus meiner Sicht, also die Leute, die sich entschieden haben für sich und auch ganz am Anfang gesagt haben, gewisse Dinge kommen für mich nicht in Frage,
die haben ihre Entscheidung getroffen. Sondern es geht wirklich um die Leute, die jetzt so wankelmütig sind oder die sich irgendwo so durchlaviert haben oder irgendwas. Ja, die wollen sie jetzt irgendwo bekommen. Ganz kurz dazu. Ja, diese Eile ist etwas, was ich auch seit 1,5 Jahren immer wieder feststelle und dieses Übereilte auch. Andererseits aber für eine saubere Chaoserzeugung und Ordnung erfolgt dann aus dem Chaos, darfst du dir auch Widersprüche und Unregelmäßigkeiten erlauben. Dann würdest du deinem mittleren Management, das weißt du nicht ein, du gibst ihm immer Brocken hin, nimm deine Market Garden, Kompaniechefs, die haben dann durchzuführen und haben dann das Chaos zu verwalten, nämlich dass die ganze Scheiße umgeht. Verstehst du? So kommt ja, klar. Das wäre das Gegenargument wieder. Ja? Also ich möchte da, es gibt ja diese Agenda 2020, wobei ich glaube, die hatte früher einen anderen Namen, die wird ja immer wieder, kriegt immer wieder andere Namen, was ja übrigens mal wert wäre, übrigens sich dich mal durchzulesen, ich weiß nicht, die gibt es auf Englisch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Diese Philosophin, von der ich da gesprochen habe, die hat sie auf jeden Fall auf Englisch eingesprochen. Egal, auf jeden Fall, diese Agenda 2020 zeigt ja auf, dass uns wird ja immer eingeredet, es geht hier um Ursache-Wirkung. Ne? Es ist irgendetwas passiert und daraufhin muss das und das passieren. Und wie der Plan eigentlich ausschaut, kann man dann erkennen, wenn man es von rückwärts zurückverfolgt, dann kann man wissen, ja, worum ging es ihnen. Ne? Und ich denke, normalerweise wäre es gewesen, dass dieser koronisierte Wahnsinn das Ganze endgültig eintütet, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich. So, ob das gelingt, und wenn ich jetzt zurückschaue, mir fallen nur als Stationen ein. Also gehen wir zurück. Ne? Erster Weltkrieg war die komplette Dystopie, oder man kann auch sagen, der eine große Krieg, also ob man das jetzt als zwei oder eine, weil die hatten dasselbe Ziel, ne? Also und darüber haben wir ja genügend bei Bletchley Park und bei den Rheinwiesen und so weiter gesprochen. Ne? Also das deutsche Volk komplett zu eliminieren und da den angloamerikanischen merkantilen reinen Handel über das Ganze drüber zu stülpen. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber ich will es. Dann hatten wir die 68er. Darüber habe ich auch ein Video geteilt heute, weil es wird uns ja verkauft als Flower Power und die Jugendbewegung. In Wirklichkeit ist es die Entmännlichung der Männer, die Verweichlichung, die komplette Ohnmacht, die Wehrlosigkeit. Und es nicht mal checken, weil man irgendwie im kompletten Drogending irgendwie Delirium irgendwie dahin vegetiert, sage ich jetzt. Alles ein bisschen despektierlich, egal. Dann kam also als nächste Station fällt mir jetzt 9-11 ein, es waren sicher noch viele dazwischen, aber 9-11 war, dass du dann wirklich rechtfertigen kannst, da passiert etwas, das ist so schrecklich, dass wir jetzt jedes Mittel in der Hand haben, um alles abzuhebeln. Und ich denke mir, der koronisierte Wahnsinn bei uns entspricht ein bisschen dem 9-11, auch wenn es eine völlig andere Geschichte ist, aber 9-11 hat ja nur, unter Anführungszeichen, hauptsächlich in den USA gegriffen, dann natürlich auch im Irak und so weiter und in Afghanistan und so. Aber bei uns war 9-11 doch relativ weit weg. Ne? Also die Amerikaner hatten das mit diesem Patriot Act dann sehr, sehr krass. Bei uns war es ein bisschen verborgener. Und ich denke mir, der koronisierte Wahnsinn ist zwar auf eine völlig andere Art, aber hat ähnliche Konsequenzen, nämlich dass etwas so Schreckliches passiert, oder scheinbar Schreckliches, dass man sagen kann, ja, jetzt setzen wir alles aus der Kraft, was jemals gegeben hat und jetzt müssen wir anders durchgreifen. Also sprich, das Ding sozusagen, die Gefängniszellen zu schließen. Aber, und das ist das Absurdistan daran, wisst ihr, alle die anderen Geschichten, ja, konnten passieren, ohne dass die Mehrheit das wirklich checkt. Es gab ein paar, wie General Patton oder so, die haben darüber geschrieben, die haben es gecheckt, aber die meisten haben es gar nicht gecheckt. Die haben weder die Weltkriege gecheckt, noch 68, noch 9-11 war schon anders. Da sind schon viele aufgewacht. Aber jetzt, was mir wirklich auffällt, ist, sie schließen die Gefängniszellen, aber die drinnen sind, ganz viele checken es. Und deswegen denke ich, irgendwas ist hier, passt nicht zusammen. Ja, die Gefängniszellen, Entschuldigung, Frank. Ja, hau rein. Also die Gefängniszellen waren für mich aber schon immer zu. Ja, du hattest bloß vielleicht etwas, wir waren immer in dem Zaun. Ja, also der geistliche Deckel war ja immer drüber. Du hattest zwar deinen Zaun, aber das hat dir gereicht. Was jetzt ja zugemacht wird, ist ja eine andere Geschichte. Das heißt, man möchte jetzt die Decke, man fährt die Decke runter. Die Gefängniszellen waren schon immer zu. Es wird von allen Seiten enger. Das Problem ist nur, dass ja doch
eine, wie heißt es immer so schön, ein Erwachen in dem Sinn. Und wenn wir jetzt nur mal dazu nehmen, vor 5 Jahren hätten wir uns so nicht unterhalten und viele Themen hätten wir wahrscheinlich auch irgendwo ins Reich der Fantasie gebracht. Ne? Da haben also solche Themen, über die wir jetzt sprechen und worüber alle anderen sprechen, das waren dann so Themen wie Jan von Helsing, keine Ahnung, das Buch, das keiner kennt, Finger weg von diesem Buch und sonst was. Das hast du ja noch nicht einmal im Traum angefasst, wenn du nicht irgendwo da mal, ich sage jetzt mal so, schon Antennen dafür gehabt hast. Und da warst du komplett der Irre, wenn du auch nur angefangen hast, gesagt, ah, die Regierung ist gegen uns. Ja, jetzt, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, wie gesagt, der braucht da nicht aufwachen oder irgendwas, weil den willst du gar nicht dabei haben, wenn der dann aufgewacht ist. Sondern es sind tatsächlich doch Sachen, na, ist doch so. Ja, ich will nicht jeden dabei haben. Und jetzt hast du einfach diese Situation weltweit, diese Ereignisse, die du gerade beschrieben hast, ob das 9-11 war, das war plötzlich eine Explosion. Bumm. Ja, du erschreckst wie eine Blendgranate, was es in dem Fall ja tatsächlich war. Und du konntest in diesem kurzfristigen Schein, den es dagegen hat, 4, 6 Wochen, konntest du alles verkaufen und du konntest alles ganz schnell machen. Keiner hat es hinterfragt. Da konntest du das machen. Das heißt, es war das Ereignis, um etwas anderes, was vorher lange geplant war, zu machen. Das, was wir aber erleben, ist ja eine, zuerst mal hast du die Welt angehalten, eine Inventur. Und hast deine Inventur gemacht und jetzt hast du eine Neustart in einem neuen System. Allerdings ohne den großen, ohne diese große Flashbang, sondern du hast eben dieses quälende, sehr langsame, ja, wie ein Geburtsvorgang letztendlich, kannst du sagen. Bloß den Geburtsvorgang, der geht eben länger. Das irgendwo, da passt irgendwas nicht zusammen, weil Chaos ist ja alles schön und gut. Aber du musst ja deine Ressourcen ja trotzdem erhalten. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, es wäre einfacher gewesen, wenn du ja, mit einem großen Knall, also, wenn ich es richtig gemacht hätte, oder wenn man das denn so macht und sagt, okay, wir haben uns alle verschworen, dann habe ich eine Biowaffe, die tatsächlich richtig aufräumt, dann wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Weil dann hätte ich diese Biowaffe und dann hätte ich diesen Effekt, dass ich sage, so, und jetzt kommt ein Frachter an, à la, wie hieß der blöde Film da mit Dustin Hoffman, Outbreak. Ja? Dass ich plötzlich irgendwo wirklich etwas habe. Mhm. Nee, Marc. Okay. Nee, Marc, das ist da. Ah, jetzt, das ist, es fällt mir schwer, das rauszukitzeln. Da fehlt mir dieser intelligente Feingeist, fehlt mir da. Wie plump ist das? Ein Frachter und dann geht alles um. Nein, 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 nein. Da fehlt mir dieses Chirurgische, das Filigrane, das Hochintelligente, das Bösartige. Ja. Die Schizophrene, all diese Elemente, die jetzt im Hintergrund da mit drinnen sind, die fehlen mir. Und die hast du nur jetzt in diesem Wandel, in dieser kreativen Zerstörung, wie es instrumentalisiert wird. Verstehst du, was ich da rausbringe? Ja, ja. Eine bestimmte Energie rausbringen, die nur jetzt in diesem Szenario so da ist. Dann sind wir beim Sadomasochismus. Nee, noch viel mehr. Es ist soziophobisch, es ist anders und hochintelligent. Diese Handschrift lese ich momentan raus. Ja, ich weiß, was du meinst. So Biolaster, wenn alle umgehen. Nein, 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 nein. Ich rede jetzt, bevor wieder die Zuschauer einen Aff kriegen, ich rede jetzt im Geist dieses Dinges. Die sollen sich bitte betriebswirtschaftlich und steril sauber entledigen über Jahre. Selbst vergraben, selbst verwalten, selbst dezimieren. Wir übernehmen dann mit den Manschetten dran das Neue. Und zwar unzerstört, weitgehend unzerstört. Nicht sowas wie Dresden 45. Das ist für einen Ästheten unerträglich. Dann sind wir bei Hannibal Lecter. Ästheten, ja? Dann ich sind weiß, wir bei doch, kommt. Ich will eine Energie. Ich weiß, was du meinst. Okay. Filmisch gesehen bist du bei Hannibal Lecter. Ja, ja, wir sind beim Psychopathen, ne? Ja, nicht nur das, sondern der Feingeist, wie du das so schön sagst. Also da fällt mir tatsächlich der Film Hannibal ein. In dem Fall Sir Anthony Hopkins, also das war der zweite nach dem Schweigen der Lämmer, wo er dann also auf freien Fuß ist. Und da gibt es doch auch so eine Szene,
Die fällt mir da jetzt einfach nur ein. Der Film ist ja unheimlich grausam. Auf der einen Seite hast du da den Irren, der ihn jagen lässt, und auf der anderen Seite hast du den Lektor, der ja da als Kunstdirektor irgendwo in einem, was ist das, Florenzer Museum ist. Und dann plötzlich schlägt er mit einer Brutalität, bringt er ja diesen Polizisten, der ihm da auf die Schliche kommt, stellt er da auf den Balkon, genau, ein Pazzi. Und die Pazzi sind ja schon immer irgendwie komisch umgekommen. Und dann schlitzt er dem also einfach mal über den Bauch auf und lässt ihn dann hinunterfallen. Also so, dass er aufgehängt ist, und dann fällt alles andere raus. Das ist genau diese Szene, diese Kaltblütigkeit, so nach dem Motto, ach, möchten Sie noch etwas? Geht es Ihnen auch gut? Ist es Ihnen nicht so kalt an den Füßen? Und dann kommt dieser Schnitt und dieses Leiden lassen. Also das, ja, das ist richtig. Das ist dann diese teuflische Handschrift dahinter. Ich sage jetzt wieder, ihr guckt alle zu viel Scheiße. So. Es ist alles in der Vergangenheit geguckt worden. Ja, also das war jetzt starker Tobak, weil... Also für die, die nur hören, das war witzig, ja? Okay, gut, weiter. Na, es... Es Wo der klappt, Film echt gut ist. Es klappt aber nur, solange wir die Architektur des Bösen nicht erkennen. Es klappt nämlich nicht. Wenn du es für dich erkennst, funktioniert es nicht bei dir. Es greift nicht. Weil sie versuchen in dich hineinzukommen mit ihren Methoden. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber alle meine Videos, die ich mache, alle meine Blicke gehen immer darum, dass ich sage, holt euch den Scheiß nicht rein. Holt ihn euch nicht rein. Oder wenn ihr ihn drinnen habt, dann schaut, dass ihr ihn rausholt. Und deswegen bin ich ja so ein Feind von denen, die immer sagen, oh, alles, was im Außen ist, hat mit dir zu tun und hinterfrage und dieses Schuldding und so weiter. Weil es ist nun mal so, ne? Dieser Crap, dieser Scheiß, der ist in uns hinein. Darüber werden wir am 9.11. reden. Da werden wir drüber reden, ne? Genau über das. Weil wie wird es in dich hineingepflanzt? Und dann ist es in dir, und da, jetzt habe ich eine andere Horrorvision, also gibt es einen anderen Film, wo du quasi so was in den Körper hinein, und dann breitet es sich von innen aus. Ihr wisst schon, was ich meine. So ein Parasit. Sigourney Weaver. Da gibt es mehrere. Und ich will auch nicht zu sehr, ich will jetzt nicht noch mehr Horror. Ich will nur sagen, es gibt einfach Elemente, die gehören nicht in unseren Tempel hinein, die gehören nicht in unser Paradies hinein, die gehören raus, und zwar so schnell wie möglich, die gehören nicht. Also ich hatte da mit dem Carsten Pötter, über den gekommen, weil er dann irgendwie meinte, so nach dem Motto, du musst dem Psychopathen nur ganz, ganz viel Empathie geben, und dann wird er, und ich meine, ich habe meine Erfahrung mit Psychopathen, ich weiß ganz genau, wenn du denen Empathie gibst, dann fressen sie dich auf. Also du kannst nur eines machen, raus aus meinem System. Und ja, ich denke, darum geht es. Es begegnet uns jetzt diese psychopathische Struktur im Außen und in der Regierung und in den Institutionen. Es begegnet uns einfach nur deswegen, damit wir sagen, weg damit, weg, auf den Misthaufen, wo du hingehörst, oder gar nirgendwo hin. Ja. Aber raus aus unserem System. Bin ich bei dir. Als der Marc vorhin gesprochen hat von den Anfängen damals, so Geheimgesellschaften 1 und 2, der Jan van Helsing, oder vorher der Jo Konrad mit seinen Entwirrungen und so weiter, da war das alles aber noch auch eine intellektuelle Sache. Du konntest es lesen wie einen Krimi. Jetzt ist es ganz nah bei uns. Keiner kann mehr weggucken. Und ich geb dir recht, Katharina, einen Satz noch, Marc. Wenn wir das hinter uns haben, haben wir individuell, emotional gelernt und als Kollektiv. Und dann haben wir tatsächlich eine Widerstandsfähigkeit gegen das Böse ausgearbeitet, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil wir es dann überwunden haben. Wir kennen es dann und können trotzdem gut sein. Das Gutsein heißt ja für mich, das, was durchstehen, das ist das eine. Durchstehen heißt aber, also sprich, dass ich mich selber durchbringe, da brauche ich auch wieder mein Ego dazu, weil ohne das wird es schwer. Damit können wir dann auch die jetzt heute noch mit ESO und sonst was kommen, da bin ich auch voll bei dir, Katharine, das können wir dann auch outsourcen, weil das würde ich nicht weiterbringen. Ja? Also sprich, eine gewisse Prise Eigenverantwortung, Egoismus und auch Selbstbewusstsein, und das kommt nun mal aus unserem Ego, weil sonst wären wir nicht da, ja? In dieser Form, ja? Die ist gar nicht so verkehrt im Moment. Also sprich,
Oder vergleichen wir es mal mit anderen Dingen. Jetzt den Schrank, der, oder mal wirklich gucken, was ist in meinem Schrank drin, auch in meinem tatsächlichen, jetzt fehlen mir gerade die, also sprich, in meinem geistigen Schrank. Wissen, ich habe ein Ego, ich kann es verwenden, es ist dafür da. Und jetzt dieses auch zu stärken in dem Moment, weil sonst kann ich nicht selbstbewusst auftreten und sonst kann ich mich auch nicht schützen, weil sonst lasse ich mich von irgendjemandem durch dieses Gift, was uns die letzten Jahrzehnte auch in die Generationen eingeträufelt ist, sonst kannst du das nicht irgendwo, und es ist in uns drin, sonst kannst du das dem nicht widerstehen. Also sprich, das ist diese, das, was er auch der Toll gemeint hat mit dem, wie er gemeint hat, ihr seid seelisch nicht stark oder ihr seid geistig noch richtig, nicht so weit. Richtig, da genau. Sind wir jetzt dabei. Das heißt, das genau was ist es. Wir bauen gerade Stärke auf. Richtig. Wir müssen das jetzt, ja. Also das ist ja, egal. Auch wenn ja, Verluste. Er hat es mehrfach präzisiert, wo er auch immer gesagt hat, manchmal, da haben wir das Opfern wieder drin von vorhin. Ja. Manchmal muss man ein Opfer für die nächste Generation bringen. Es wird ihm dann immer das Wort im Mund umgedreht. Wir sind ihm egal, unsere Kinder sind egal. Er sagt das nicht. Er redet einfach von Mechanismen, die es gibt. Und hier ist es eben psychische Stärke aufbauen. Und dazu, ja, werden wir demnächst trainiert. Ja, ich möchte mal eine Sache, die mir wichtig ist, anbringen zu dieser Bedruckmittelung. Also ich finde, das mit den Druckmitteln ist eigentlich immer das schönste Wort. Weil es sind Druckmittel, weil es einmal durch diese, ich wurde das gefragt, deswegen will ich es nur mal kurz darstellen, weil es durch diese Plastikkanüle geht, ja, und es sind mentale Druckmittel in deinem Geist, weil du wirst ja dazu genötigt, oder viele, es zu tun. Entweder wirst du geistig umgedreht oder du hast dann soziale oder Erwerbszwänge. Deswegen sind es für mich Druckmittel. Und es ist, ich bin mir da mittlerweile sicher, eine Art Teufelspakt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Und ein Teufelspakt, kannst du Goethe lesen, der beruht immer auf Lügen, Falschdarstellungen, Intrigen, wo sie dann alle immer fragen, so, oh, das, so hast du es aber nicht gesagt. Ja, hättest du besser gucken müssen. Und das bedeutet aber auch, dass es, ja, nur im letzten Notfall geht es in den Zwang rein. Deswegen verhängen die das auch nicht, was sie können. Also das ist auch ein Grund. Sie könnten es anordnen. Sie haben die Machtmittel, wir sehen das auf den Demos, hält dich links, hält dich rechts einer, zack, rein, ist das Thema beendet. Aber sie wollen deinen Willen, sie wollen deinen Geist. Sie wollen, ja, dass du es freiwillig verkaufst. Ja, ist auch eine Sache, die ich seit 1,5 Jahren sage, ne? Als allerletztes, wenn überhaupt, kommt das Ding, dass sie es mit Gewalt tun. Weil das ist nutzlos. Du hast, deine Seele bleibt dann frei. Deine Seele bleibt frei. Und wenn wir das haben, also wenn das soweit kommen sollte, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über das Thema unterhalten, dass du friedlich bleiben musst. Also das ist tatsächlich, wenn solche Dinge dann kommen, dann gibt es da aber auch keine. Tatsächlich. Also ein gescheiter Psychokrieg lebt davon, dass du Räume lässt, die du verlieren kannst. Also ja, der Supermarkt sollte auch offen bleiben. Also jetzt sind wir bei dem offenen Supermarkt. Ja. Der sollte offen bleiben, weil du musst ja was zu verlieren haben. Und derjenige, der jetzt auch mit Zwang bedruckmittelt wird, der hat nichts mehr zu verlieren. Dann spielen wir das Ding aus mit allem, was wir haben. Und das ist für einen Feingeist jetzt auch nicht so schön. Der macht so einen Zu. Der beste Feldzug ist der, den du nicht führen musst. Ja. Meinst du mit Räume, Frank, jetzt aber auch die inneren Räume? Weil, Marc, wenn du redest von der Wehrhaftigkeit, ne? Was mir auffällt, ist die inneren Räume, dass ich die nicht freilassen darf. Also es gibt Menschen oder keine Ahnung, ich nenne sie, oder es gibt gewisse Kreaturen in meiner Umgebung, sage ich mal, mit denen ich seit früher Kindheit an konfrontiert war. Also ich kenne mich gut aus mit Kreaturen wie Hannibal Lecter, ich sage es jetzt mal so. Und wenn ich irgendetwas weiß, ist, du darfst ihnen keinerlei Raum lassen. Ja, du musst deinen Raum ausfüllen. Und ich, ja, das ist, warum ich so gut darin bin. Ich bin nicht jemand, der dem anderen ein Messer reinhaut oder sonst irgendwas. Ich bin nicht berühmt dafür, dass ich gewalttätig bin. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben schon einmal Gewalt angewendet habe. Ich glaube nicht. Aber wofür ich bekannt bin, ist dieses ganz klare Raus.
keinen Raum lassen. Wisst ihr, dieses sich so weit ausweiten, dass der andere versteht, dass es jetzt Schluss ist, dass er einfach, dass er keinen Zentimeter mehr hat. Und das ist das, was ich jedem rate, sich von innen so weit auszudehnen und den inneren Raum so sehr einzunehmen und nichts von wegen hier auf leisen Sohlen, pazifistisch und ich muss schauen und überhaupt und dieses Ganze, das ist so ein Schwachsinn, weil das können wir uns nicht leisten. Wie eine Mutter, die ihr Kleines verteidigt. Das ist ein brüllender Löwe und wenn ein Löwe brüllt, das merkt jeder. Weil es gibt eine Kraft, die geht weit über das hinaus, dass man etwas braucht. Ich meine nicht, dass ich nicht im Zweifelsfall, ihr wisst schon, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Ne? Ich meine, das immer nicht. Wir sind jetzt erst einmal bei dieser inneren Autorität wieder, die wieder herzustellen, auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass jeder individuell ausgebildet worden ist, um das Phänomen, die Wesenheit und die Signaturen dieser Wesenheit jetzt zu verstehen. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, es ergäbe sonst keinen Sinn. Und ich bin vollkommen bei dir, liebe Katharina. Soziopathen, unempathische Wesenheiten, die auf der Klaviatur deiner Gefühle gekonnt spielen, die dich bewusst in Zwiespälte hereinversetzen. Und das ganz rationell, ja, ganz rational, kalkulierend, kalt berechnend. Da hilft kein Gutsein, es hilft keine Einsicht. Wenn ich jetzt besser bin, dann muss er sie ja zur Einsicht kommen, denn ich zeige ihm ja, wie gut ich bin. Ey, Tonne, kipp's in die Tonne. Es hilft nur Druck, Macht, kein Raum geben und ja, raus aus deinem System damit. Da sind wir. Und das ist jetzt kollektiv der Konflikt, vor dem wir alle stehen. Und wir werden sehen, ob wir den summarisch, ich sehe es tatsächlich so, ob diese Menschheit in der Summe intelligent genug ist, das zu überwinden. Ja. Genügend sind schon auf Alarm. Ja, also genügend. Es sind viele schon auf Alarm. Wird es reichen? Da sind wir beim 100. Affen, da sind wir bei Sheldrake. Wenn es Feld kippt, ist das Ding morgen rum. Ich kann dir nicht sagen, wie weit wir sind dabei. Dann haben wir aber unser Bestes gegeben. Darum geht es, Katharina. Darum geht es, das Beste geben bis zuletzt und dann mit rauschenden Fahnen in die andere Ebene. Vorher wäre ich gern noch mal ein paar Jahre, wenn es denn möglich wäre, mit dem Wohnmobil im Süden irgendwo. Ja? Katharina, du sprichst mir so aus der Seele. Darum geht es, dass wir so gut es geht, unser Bestes geben und hier lassen. Ja. Ja. Deswegen sind wir ja da. Ich denke, dass das unsere Aufgabe ist, warum wir hier sind, warum wir in der Zeit sind und warum wir auch das Rüstzeug bekommen haben. Und ja. Jeder hat es irgendwo ein bisschen anders mitbekommen. Und da bin ich jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen beim Wagand. Es sind trotzdem alles nur Schatten, die hier oder Potemkinsche Dörfer, die aufgebaut werden können, weil Leben haben sie nicht. Und es sind auch keine Todkräfte, weil der Tod hat keine Kräfte. Also können es nur Schattenkräfte sein, die Illusionen aufbauen. Und diese gilt es eben einfach zu durchsteigen. Und jeder für sich, jeder mit seiner individuellen Lösung. Ich habe es letzten Samstag gesagt, da war ich eingeladen und durfte vor einer Gruppe von, glaube ich, 11, 12 Leuten reden. Sollte da einer zuschauen, grüße ich sie alle. Bleibt stark, bleibt standhaft. Und der Punkt ist wirklich der, macht euch im Kopf eine Liste, vielleicht zu Hause in der Familie, guckt einfach, wo sind eure Räume? Was gilt es als absolute Zelle, als Bastion zu verteidigen? Was kann man aufgeben? Wann gibt man was auf? Wie gibt man was auf? Wo spielt man falsch? Ja? Also nicht den falschen Helden spielen an der falschen Stelle. Ja? Ich brauche mich jetzt nicht irgendwo mit einem Security-Fuzzi anlegen wegen irgendeinem Scheißdreck. Also das ist einfach so und das gehört auch mit zur Kunst des Krieges. Sondern überlegen, wo benötige ich was und wie komme ich irgendwo drum rum. Das Lernen von Verfassen von Schreiben, das in die Haftung nehmen der anderen, weil da ist nämlich tatsächlich die Achillesferse dieser ganzen Vögel. Ob das Schulleiter sind, ob das Ärzte sind oder sonst was, nehmt einen Stift in die Hand, das ist mit doch tatsächlich eine der schärfsten Waffen, die es gibt. Nehmt das in die Hand und knallt sie ihnen um die Ohren. Haut gepfefferte Briefe raus, fangt damit an und wenn ihr es nicht wisst, was will denn passieren?
Schlimmsten Fall kommen Briefe zurück. Also, ne, das heißt, wirklich hier in diesen Krieg einsteigen und überlegt handeln, nicht in situativ in irgendeine Situation reinlaufen, wo ich dann sage, ich muss mich jetzt beweisen oder keine Ahnung, wenn dann zwei Blaue da sind, dass ich da plötzlich mit denen es diskutieren und es aufmandeln anfangen. Das ist der falsche Weg aus meiner Sicht, sondern wirklich seine Situation, seine Lage erkennen, wissen, wo ist man Herr, also wo beherrscht man ein gewisses Feld, Schlachtfeld und wo ist es besser, den Rückzug anzutreten. Also auch Sun Tzu lesen, ist wirklich ein Büchlein so groß, kann man sich, glaube ich, als PDF kannst du es runterladen und du kannst das mal anfangen zu verstehen und das ist, denke ich, das Wichtigste. Diese ganze Situation, mag sie noch so schlimm sein und jeden Tag kommt irgendwas Neues in der Bildzeitung. Und ich denke, wir können da auch mal einen Blick dann nach Sachsen werfen. Da wird es ganz interessant, wie die Leute wirklich reagieren. Nicht, was uns die Bildzeitung dann schreibt, weil der Reichelt ist weg, deswegen hat man ihn raus. Ich denke, weil der für die Situation, die jetzt kommt, viel zu unangenehm geworden wäre und da auch bei den vielen Dingen auch gesagt hätte, da mache ich nicht mehr mit. Also von dem her ist das auch so eine Vorbereitung jetzt auf eine Phase, wo wir sehen werden, dass dieses Medium nochmal genutzt wird, solange es geht. Mhm. Ich meine, es hat ja irgendwelche Wechsel in der Konzernführung oder beziehungsweise vor allem, was die Aktienmehrheit angeht, gegeben. Aber irgendwie hat es jetzt nicht so das gebracht, dass wir die Befreiung haben. Und auch wenn ich da jetzt einem anderen Kollegen, der durchaus recht haben mag, dass hier abgewickelt wird und vieles andere, aber das Nachkommende oder irgendwas anderes sehe ich jetzt gerade noch nicht. Also sprich, wir sind auf uns erstmal alleine gestellt. Nicht auf die Hilfe von außen warten, sondern im eigenen Kessel die Ressourcen zusammennehmen. Ja? Und da möchte ich gern jedem Einzelnen noch mitgeben, dass es also große Herausforderungen verlangen große Menschen. Und es ist jetzt die Zeit, um wirklich aus dem Kinderdasein herauszuwachsen. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit, dass wir uns in dieser Ohnmacht verstecken können und hier einen auf Pussy machen können, wie meine Kinder das immer nennen. Die sagen, das sei nicht so eine Pussy. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Es ist jetzt die Zeit, es ist kein Zufall. Wir haben uns alle hier, ich mag das Wort inkarniert schon gar nicht mehr, aber wir haben uns jetzt alle hier getroffen, weil wir hier eine Aufgabe haben und das heißt, jeder, der uns hier zuschaut, kann sicher sein, er ist ein Teil davon, sonst würde er uns nicht zuschauen. Das heißt also, er hat die Kraft in sich, denn wenn er sie nicht hätte, dann würde sie ihm nicht präsentiert werden vom Leben. Es ist nur dazu da, damit wir dran wachsen. Also es gibt sozusagen gar nichts, was so groß sein kann, dass wir damit nicht fertig werden. Die Frage ist, überleben wir es immer? Ich meine, ich bin da relativ locker, weil ich sage, ich muss nicht alles überleben. Mein Gott, das ist blöd für meine Kinder, aber ansonsten, also aber auf jeden Fall, in jedem Fall werde ich daran erstarken, auf welche Art auch immer. Ja, das Positive ist doch eines, das Spiel, egal wie es ausgeht oder wie wir das jetzt spielen, am Schluss gehen wir alle, ja, also irgendwo aus diesem Körper raus. Der eine früher, der andere später, hat mal das kleine Arschloch gesagt zu seinem Großvater, wie er ihn über den Friedhof geschoben hat, ne? Aber man könnte euch jetzt vorwerfen, dass ihr quasi so überspirituell drüber geht, aber ich weiß haargenau bei euch beiden, ich kenne euch ja jetzt auch, es sind keine Plattitüden, die ihr hier rauslasst, sondern es ist tatsächlich genau ja, das, was ich meine, auch in meinen roten Videos. Es ist dieses Loslassen. Es ist dieses Losgelassen haben. Dann sterbe ich halt, sagst du, Katharine. Genau, dann sterben wir halt. Aber es ist unbrechbar. Das ist der Punkt. Und ein anderer würde jetzt wieder vorwerfen, Moment, wenn du unbrechbar bist und du bist dann zu hart, du musst weich sein wie Wasser, sage ich genau. Jo. Aber letztendlich muss ich auch gar nichts, weil dann reiten wir eben ab in die nächste Ebene. Gut, da wird es sehr spirituell. Ich will auf eine Sache noch mal hinweisen, für diesen Konflikt, der da anstößt. Der Friedmann, der George Friedmann, ich habe da diese Franks Freiheit 75, wo ich sein Buch besprochen habe, und das möchte ich auch ausdrücklich noch mal bewerben. Der hat Der Sturm vor der Ruhr, hat er ja geschrieben, dieses Buch. Und der hat damals gesagt, der Hauptkonflikt, der wird ausgetragen, nicht jetzt, sondern tatsächlich in der Planung dieser Strategen mit der nächsten Generation von Kindern, die nämlich gesehen haben,
dass ihre Eltern und so weiter, was die alles verloren haben, was sich alles verändert hat, die jetzt, sagen wir mal, 10 bis 15 sind, die jetzt sehen, in jungen Jahren, was sich alles verändert. Und dann, er sagt ja so, ab 20, 30 weiter, da wird es langsam ruhiger. Das waren seine Voraussagen. Und ich denke, dass er verwoben genug ist mit den, nennen wir es jetzt mal, Black Hats, um zu wissen, was die geplant haben wollen. Deswegen ist es auch wirklich hilfreich, ihn da mal zu studieren, ja, wie der das da so sieht. Ja. 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 Ja, von da haben wir es auch wieder mit mehreren Jahren zu tun, die da auf uns zukommen. Ja. Aber wie gesagt, ja, Katharine, genau, es sind RVer. Wir sollten darüber auch mal eine Sendung machen, wollten wir ja über RV, gell? Auch was du dann, ich glaube, wir werden uns da finden, was du dann als Intuition, als Einfall, woher fällt da was in dein Hirnlein rein? Genau, hast die Äuglein schon nach oben gemacht, gell, eben bei dem Wort. Super. Es ist nicht die Intuition, weil das machen ja viele. Ich bin tatsächlich, also ich nenne es oft, ich durchdringe es. Ich schaue es von außen an, während ich von innen es erfasse, es durchdringe und gleichzeitig operiere. Ich bin der Chirurg, ich bin drinnen in dem endoskopischen Auge, ich sehe es, ich operiere von außen. Es ist die Metaebene. Übrigens, dass das Wort Meta jetzt so diskriminiert wird, ist auch bezeichnend, weil sie wollen nicht, dass wir mit einem Metablick drauf schauen. Jetzt wird auf einmal Meta ist tot und was weiß ich. Ne? Ist auch interessant. Also ich schaue, ich habe dann wirklich einen Blick sowohl von außen nach innen als auch von innen nach außen. Ich fühle es gleichzeitig und ich belebe es, ich erlebe es, ich kann es gar nicht alles beschreiben. Ich weiß nur, dass es nicht etwas ist, was ich manchmal oder so, sondern da habe ich immer Zugang, aber nur, wenn es im Feld ist. Wenn es nicht im Feld ist, habe ich keinen Zugang. Ich verstehe dich, das wird eine, ich verstehe dich tatsächlich, ja. Also jetzt nicht, ja, du hast recht und so weiter. Ich verstehe tatsächlich, glaube ich, kann es nachempfinden. Mhm. Mache ich auch so, kenne ich sehr gut. Wäre jetzt allerdings nicht Remote Viewing. Okay. Da gehst du nach einem Protokoll sehr reguliert alles ab und fußt dann auch auf andere Mechanismen. Aber trotzdem werden wir uns letztlich doch finden wieder. Das wird eine ganz interessante Sendung, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Schön. Super, Jungs, wir sind 1,5 Stunden lang zugange, ich glaube. Ich denke, wenn das für euch in Ordnung ist, also wir sehen uns wieder, also spätestens. Die Mutti schickt uns ins Bett, ich glaube es ja nicht. Ja, Mama will Schluss machen, das ist okay, aber ich denke, wir wollen jetzt auch nach 1,5 Stunden, wir kommen wieder, keine Frage. Wir können dann sicherlich weitere Dinge berichten. In dieser Runde mit dem Tobias Sommer hoffentlich sehen wir uns ja dann am 9.11. mit der Nancy bei Okitalk, dann live. Müssen wir uns dann ein wenig benehmen, vielleicht, weil sonst kriegen wir von der anderen Mutti eins aufs Dach. Das war jetzt böse. Nein, nennen Sie das. ja, ein bisschen Spaß zum Schluss. Auch, Mensch. Ja. Aber du hast gerade, es war interessant hier, der rosa-rote Panther wusste also schon von der Zeitumstellung damals, Verschwörungstheorie. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, genau. Ja, man hat uns das doch schon früher auch gesagt. Ich meine, heute hat rosa-rote Panther haben ein bisschen was anderes zu bedeuten. Aber ja. Das war alles noch irgendwie so schön. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, genau. Jungs, aber ich bin immer wieder überrascht, wo wir landen. Wir nehmen uns, also wenn wir uns überhaupt was vornehmen, dann was völlig anderes, aber es ist immer überraschend, wo wir landen, ne? Ja, wobei, wir waren doch heute ganz gut am Thema, wobei ganz viel haben wir natürlich auch wieder nicht von den Details jetzt da in dem halben Jahr. Ne? Also zum Beispiel mit dem Auseinanderbrechen der Lieferketten, wenn die Frau Merkel dann schon gesagt hat, ja, mit den Lieferketten, das müssen wir optimieren, da sind wir beim Klaus Schwab und nachher flogen die uns um die Ohren, dann wird mir wirklich schon ganz schlecht jetzt so für, weil um Weihnachten rum sagen sie, jetzt wird alles auseinander. Klabüstern, im Mainstream schon. Aber weißt du, was das Schöne ist? Okay. Bei Planwirtschaften, die können planen, was sie wollen. Und wenn wir da noch mal ganz kurz auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs gehen, ja, da war ja das auch zum Großteil ein Chaos. Und es gab die Etappenhengste im Hintergrund, die haben versucht, ich will ja keinem was Böses unterstellen, aber da wurde ja auch gemunkelt, dass sehr vieles nicht so funktioniert hat. Oder nicht das richtige Material zum richtigen Zeitpunkt da war. Man könnte sagen, das war auch Sabotage.
41 der Winter, meinst du, oder was? Ja, wo zum Beispiel die Wintermäntel in Warschau gelegen sind und die Soldaten mit dem Sommermantel an der Front erfroren sind. Und nachher hat man gesagt, die Führung hätte nicht dran gedacht. Ja, klar. Also, und, ne, solche Sachen. Also, sollten wir mal auseinandernehmen. Es so nehmen. Sprüche, dass man uns so eine Story eingetrichtert hat. Wir zwei nehmen uns jetzt mal tatsächlich eins vor. In den nächsten 14 Tagen machen wir zwei mal zu diesem Thema, machen wir was. Das ist jetzt wirklich eine Ansage und ein Versprechen, das sprechen wir noch ab. Ja. Aber wenn man das mal überlegt, die Lieferketten, lass die doch da oben planen, was sie wollen. Weil eines weiß ich definitiv, wenn wir mal den deutschen Mittelstand und auch die kleinen mittelständischen Unternehmen und da wirklich mal ein Hoch drauf, wenn die sich mal ihrer Kraft wieder bewusst werden, die halten den Laden am Laufen und die unterlaufen diese ganzen Operationen der Oberen definitiv, weil die halten die Front und die sind flexibel genug einzuspringen. Und was noch viel geiler ist, es wird Unternehmen geben, die werden dann nur noch Unbedruckmittelte einstellen. Und das sind auch die, die am Schluss den Karren aus der Scheiße rausholen. Du musst dir das mal reinziehen, die bezahlen die ganze Kinderideologie, die da läuft. Ja, die Grüne. Das musst du dir mal... Okay. Also ich denke, das ist ein springender Punkt. Ich meine, ich fange jetzt nicht wieder von vorne an, aber das vielleicht noch zum Schluss, dass diejenigen, die alles zusammenhalten, ne, das ist diese ganze unglaublich große Mannschaft an Beamten, an mittlerem Management und was auch immer. Ne? Und die machen im Moment noch den ganzen Moloch mit. Und wenn die das mal checken, ne, und da nicht mehr mitmachen... Die dann haben das schon gecheckt. Und die haben auch die Schnauze bis oben hin voll. Das ist das, was man definitiv sagen kann. Ja. Und vielleicht noch so eine kleine Anekdote aus den Kommerzkursen. Es gibt anscheinend in gewissen Ämtern schon Unterrichtseinheiten, wie man mit gewissen Dingen, die da so eingehen, bei denen schriftliche Art und Weise umzugehen hat. Das hat Wirkung. Leute, wir haben eine Macht. Das sind wenige. Wenn man das jetzt mal verzehnfachen würde, dann fliegt der Laden da oben auseinander. So schnell schauen die gar nicht, weil die können in Berlin machen, was sie wollen. Wenn der unten sagt, wirst du, mir ist dein Ding zu scheißegal. Ja, der Herr Spahn kann machen, was er will. Der kann noch die 10. Werbung machen für, keine Ahnung, hier rein, dort rein, sonst wohin rein, ja, mit was auch immer. Das ist scheißegal, weil keiner mehr mitmacht. Die also Jungs. Die Politkräfte mag werden erst 5 nach 12 aufhören. Also das macht nichts, aber dann können wir sie ja einsammeln und abholen. Als die Schlagbäume hochgegangen sind, 89, hat DDR 1 und 2 noch von der Erfüllung des nächsten Jahresplans weitergeredet. Das war vollkommen. Die hören ganz am Ende erst auf. Und das ist mir wirklich wichtig. Die sind so in dieser Gewaltspirale drin, die können nicht mehr zurück. Wir haben Tote im Land. Wenn du jetzt, du musst in den Terror immer weiter rein, in diese Schlinge, die musst du weiter zusammenziehen, sonst fliegt dir der Laden um die Ohren. Da sind wir angekommen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es mein Subjektivempfinden ist. Ich höre da draußen und ich lebe auf dem Land. Gut, jetzt in meinem Dorf nicht, wenn ich in die nächste Kreisstadt fahre, ständig Martinshörner. Ja? Die haben alle Verwandte und so weiter. Wenn da nur jeder 3. bis 5. nachdenkt, ja, Moment mal, oder Zweifel bekommt, dann kriegst du in etwa einen Zustand über die Mentalität der Herde. Und das noch in der, Achtung jetzt, wichtig, in den nächsten 5, 6, 7 Wochen. Überlegt mal, wann wir, es gab einen Zusammenhang, das passt übrigens sehr gut rein. Mutti, ich möchte noch mal 5 Minuten wach bleiben, ja? Meine Halbzeit geht noch. Es gab einen Zusammenhang zwischen Massenbedruckmittelungen in anderen Staaten und dann einigen Monaten drauf, wo die Kurven eskalierten. Jetzt nicht die Inflationskurven, sondern die anderen Kurven von Kranken. Wenn du diese Schablone auf Deutschland umsetzt, dann landest du ebenfalls ungefähr im Dezember, da könnt ihr jetzt hier nachgucken, wo du dann landest. Diejenigen, die bedruckmittelt wurden in Masse, und dann rechnest du 6, 7 Monate drauf. Und dann gucken wir mal,
was da passiert. Ich habe genau dasselbe aus erster Hand. Jemand, der neben dem Krankenhaus wohnt und also eben auch immer wieder die Sirenen, das geht die ganze Nacht, wo früher mal irgendwie ganz, ganz wenig, also und 2020 auch nichts war. Und jetzt geht das die ganze Nacht. Also das höre ich auch aus erster Hand von jemandem, der da direkt daneben wohnt. Und auch in den Krankenhäusern, das war eine, die hat das berichtet über Rehabilitation, also irgendwie, dass das früher lauter alte Leute waren und jetzt sind das 20-Jährige oder so, die werden da mit Herzklappen und was weiß ich und die müssen da in die Reha, aber wirklich, das ist schwerste Reha. Also das sind alles solche Feedbacks, genau. Früher wurde es ja irgendwann verboten, da dürftest du nur noch sagen, in stolzer Trauer. Und pass mal auf, was mit dem Slogan plötzlich und unerwartet passiert. Warte mal ab. Das geht ja im Moment durch die Decke. Da geht ja wirklich was durch die Decke. Und dieses Unerwartete, ne, jeder wird irgendjemanden kennen, der, hat uns ja der Karl schon erklärt, vor längerer Zeit, wird jemanden kennen. Ne? Das. Ja, wenn es so ist, gut, okay. Dann könnte das durchaus sein. Also vielleicht kann man sich darauf einstellen. Und der Ruf wird laut werden. Ich will ihn noch nicht herbeibeschwören, aber der Ruf wird laut werden, wo dann andere schreien, bitte, Sie sind nicht gedruckmittelt, Sie rein, alle anderen raus, weil Sie retten das Ding jetzt. Und dann kommt die Stunde, wo du auch sagen kannst, okay, und jetzt lass, dann entschädige mich mal für meine... Da sind wir aber hinterm Berg. Also bis dahin. Ja, da dauert es noch weg. Nur dahin, wo es Nadelöhr ist. Und da sage ich, muss die Politik jetzt ganz hart auf Kurs bleiben. Die müssen ja, klar, die müssen Feuer in der Hand halten. Und zwar ganz weiter nach vorne. Was anderes gibt es nicht mehr, Marc. Naja, und irgendwann wird es wieder einen geben, der dann vom Zentralkomitee verkündet, vielleicht wird es sogar ein Grüner sein, der sagt, ja, also wir heben das Dieselfahrverbot für alle auf. Das, glaube ich, gilt ab sofort. Und weitere ärztliche Maßnahmen in Bezug auf Thematik müssen wir leider auch aussetzen. Geht nicht mehr. Das wird kommen. Dauert noch ein wenig, aber es wird kommen. Ja, das ist mir schon zu weit. Ich bin näher. Ja. Ich finde es jetzt das Wichtigste, die müssen die öffentliche Meinung müssen die im Zaume halten. Das ist das Gebot der Stunde und der nächsten Monate. Dass man trotz der Vorfälle, die kommt, die Herde noch auf sich vereint. Und das wird schwierig. Ja? Und da habe ich noch einen... Da habe ich noch einen Rat an unsere Zuseher, weil was mir einfach immer mehr klar wird, dieser Druck ist notwendig, dass er so erhöht wird für diejenigen, die noch nichts gecheckt haben. Für die ist es notwendig. Für uns ist es aber fast unerträglich. Also ich kann nur von mir reden, es ist fast unerträglich. Und deswegen empfehle ich wirklich, also ich mache das, ich tue dann nichts mehr anschauen, nicht mehr irgendwelche Impfopfer oder Impfschäden oder sonst irgendwas. Weg damit, raus. Auch meine Rosamunde Pilcher zum Einsatz, weil ich muss schauen, dass ich gesund bleibe und dass ich meinen Raum sauber halte und dass ich nicht hier vollkommen beströmt werde, weil der Druck, der da jetzt draußen herrscht und bei uns in Österreich ist er spürbar, erlebbar, wirklich, ist vor meiner Gartentür. Und das ist für diejenigen, die es immer noch nicht checken, für die muss der Druck noch höher werden. Aber die es längst gecheckt haben, denen empfehle ich nur, den Bach flach zu halten und sich in Sicherheit zu begeben. Ja, deswegen wirklich schafft euch Sachen an, womit ihr eure Moral hochhaltet und notfalls raus aus allen scheiß Telegram-Kanälen, die nur noch so einen Schrott posten. Raus damit, weil da ist nichts Neues mehr drin. Wenn wirklich was Neues passiert, was bahnbrechend ist, wird sich das schon rausfinden. Aber diesen ganzen anderen Scheiß raus, ich höre mir gar nichts mehr an. Wirklich, auch wenn ich dann in meinem Chat-Kanal irgendwo dauernd diese da wieder irgendwo sonst was, ich sage, lasst mich damit in Ruhe, ich lösche den Scheiß. Weil ich es nicht mehr hören will und kann, weil ich sage, das Thema ist für mich durch. Ich habe meine Meinung und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Und der Rest interessiert mich nicht mehr. Und wenn da draußen 100 Mann umfallen auf der Straße, ist mir das scheißegal in dem Moment. Weil nee, ich habe meine Entscheidung. Nein, bin ich nicht bei dir. Also, okay, gut. Sorry, ich ziehe mir den Kram schon rein, weil ich möchte mich weiterhin orientieren, was geht, um zu verstehen, um die Skeletur von dem ganzen Ding. Die muss ich offenlegen, die muss ich rauskramen. Also, nee, ich schalte nicht auf Durchzug. Also ich würde dann eher dahin gehen, dass ich zum Katharinchen gehe und gucke zusammen mit ihr eine Folge Pilcher. Ja, ja, das ist ja okay, das würde ich ja auch tun. Ich gucke halt jetzt, ich gucke nicht die Pilcher, deswegen sage ich ja, da draußen können jetzt 100 Mann umfallen, 100 Fußballer, interessiert mich nicht.
Vielleicht haben wir uns, sind wir jetzt aneinander. Geil, ja, ja, interessant, ja. Interessant, ja. Aber wo ich bei dir bin, wenn man sagt, okay, man schaut es mit einem gewissen Blickwinkel an, wie ein Pathologe, der also irgendwo etwas tatsächlich seziert, da bin ich bei dir, Frank, dann kann man das tun, weil du dann gar nicht in die Emotion gehst. Aber diese ganzen Dinge und wieder Bumm und Bombshell und Tralala und dieses ganze Ding immer benannt ist, das ist für mich draußen. Sondern ich sage, für mich ist mein Leben, fängt jetzt anders an und ich möchte meinen Vormittag oder mein Frühstück so beginnen. Ich sage, ich will das gar nicht mehr hören. Interessiert mich nicht mehr. Also diese Meldungen, die jeden Tag kommen, ne? Sondern du kannst einmal vielleicht am Nachmittag so durchgucken, ah, haben wir schon wieder unerwartet und plötzlich. Ne? Ja. Und sonst, gut, Rosamunde Pilcher ist jetzt nicht so meins, aber dann bin ich halt, keine Ahnung, dann zocke ich halt 2 Stunden irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Spiele und bin da für mich in einer anderen Welt und komme damit runter und sage, für mich geht mein Leben so weiter. Und das meine ich damit mit Moral hochhalten. Also ja? Tatsächlich Inseln der Freude, des Schönen, ja, des Auftankens, egal wo. Ich bin ja, würde ja immer sagen, geh dann raus, geh an die Natur. Ja, so, tatsächlich, ja. Weil es kommt natürlich mit dazu, das ist schon klar, das muss auch sein. Ja. Ja, manchmal muss es sein, dass mir dann rausgeht, ja. Nee, ja. Ich wollte was anderes sagen. Denn tatsächlich, ich meine, es ist alles immer deine Energie. Es ist eine Jagd nach unserer Energie. Ja. Auch die ganzen Neuigkeiten. Und ach, guck mal, wie schlimm. Ja. Frisst deine Energie auf. Und tatsächlich entziehst du sie dem System oder den Machtmanipulatoren, nur wenn du in deiner Mitte bist, in deinen Themen bist. Ja. Ja. Dann bist du wieder bei dir. Oder wenn du es mit einem anderen Menschen teilen kannst, ne? Wenn du die Köpfe zusammensteckst und erzeugst Gleichschwingung, Resonanz, hin und her, es gibt ganz andere Energieebenen, die absolut nicht erreichbar sind für die. Also tatsächlich, die Begeisterung für das Weibliche oder für das Männliche, ganz egal, ja, die erzeugt Harmonien nach oben weg, das ist wunderschön, ja. Ja, doch, ich meine das ganz ernst jetzt. Ihr lacht euch schon wieder alle ein. Nein, ich kenne es. Die Vokalkraft des anderen Geschlechtes ist sowas Wunderschönes, ja. Ja, das ist schön. Ich habe das oft benannt, kennt doch sicher den Roman von Böll, Haus ohne Hüter. Und das habe ich oft als Bild genommen. Viele von uns leben ein Leben wie und haben ein Haus ohne Hüter. Und es ist Zeit, dass wir wieder der Hüter unseres Hauses werden, dass wir unser Haus hüten und dass es da auch einen Herrn gibt, einen Hüter. Also das ist ja auch jemand, der eine Gravitas hat. Ne? Und das ist, denke ich, wieder wichtig, damit wir hier nicht zum Spielball werden der Kräfte. Leute, wollen wir jetzt mal oder Schluss machen? Guck doch nur mal, Katharine, wenn wir jetzt hier zu dritt die Köpfe zusammenstecken. Ist ja so geil. Ja, gell? Also ich kann wirklich auch sagen, ich fühle mich so aufgehoben, das ist so schön. Und ich denke, das kommt echt auch an, dass hier 3 Leute zusammen sind, wo es wirklich in echt, wir haben kein Programm, wo es sich ergibt, so, ja. Wunderbar. Ja, so wie das schon mit Marc zu zweit war, ne? Marc, zwischen uns hat sich schon schön ergeben und jetzt haben wir hier einen Dritten im Bunde und ich finde es auch wunderschön. Ja. Das taugt mir total. Ja, das ist genau das, was du gesagt hast, Frank, dieses Hochschaukeln, wirklich die Energien und dann fließen ja auch die Dinge durch einen durch, wo du sagst, jetzt kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, was aber positiv ist und das ist doch, also macht es einfach auch an alle da draußen, steckt euch auch zusammen. Ihr könnt euch auch notfalls mit irgendwelchen Leuten vernetzen, wenn die jetzt nicht in der Nachbarschaft sind. Ja, Zoom gibt es kostenlos zum Runterladen, kann man 40 Minuten kostenlos. Wie wir wissen, ja, kann man andere Leute dazu nehmen, dann macht es, findet eure Gruppen jetzt in der dunklen Jahreszeit, da brauchen wir genau das und haltet die Stimmung hoch. Ich hau mal eins rein da nochmal und das ist, es ist kein Gelall jetzt hier mit diesen Energien und die Köpfe zusammenstecken, so, weißt du, sind 2 zusammen, bin ich inmitten, gab es ja auch dieses alte Bibelwort, aber es gab auch den Orwell. Der Orwell, der Protagonist beim Orwell, ist erst gebrochen, als er seine Liebe verrät. Und wir haben ja schon öfter über die Rolle von dem Herrn Orwell gesprochen, ob es ein Wissender war, ja? Die Schlacht ist erst geschlagen, wenn die Liebe verraten wird, wenn du, ja. Genau, und das ist die Liebe zu sich selbst. Also das muss jetzt nicht, muss nicht die Liebe zwischen Mann und Frau sein, für die, die das jetzt nicht haben. Das ist in erster Linie die Liebe zu sich selbst und natürlich auch, also ich erlebe es auch ganz stark natürlich, die Liebe zu meinen Kindern und, liebe Jungs, ich erlebe es auch ganz stark, die Liebe zu euch. Das kann ich schon mal sagen hier. Wunderschön, ja. Das ist die Energie, die hier drin ist. Ja. Das ist klasse, ja. Dann lasst sie uns hochhalten. Genau so. Ha?
Ich finde es super, lasst sie uns hochhalten, die Energie, lasst sie uns jetzt so weitergeben an alle. Ich denke, jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir sagen können, da können wir gut aussteigen. Und nicht, dass ich jetzt aufhören möchte, aber weil wir jetzt wirklich einen Punkt erreicht haben, wo ich denke, das ist eine Energie, die können wir nach draußen geben, die jeder in sich aufnehmen kann und mittragen. Also das, denke ich, ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, ja, das würde passen für mich. Was sagt ihr? Ja, wunderbar. Also, dann sage ich ganz lieben Dank an euch beide. Lasst uns vielleicht irgendwie Kommentare. Ich weiß nicht, wir probieren es mal, ob wir es auf YouTube senden können. Schauen wir mal. Ich probiere es. Zumindest auf meinem Kanal. Vielleicht lassen wir es auch nur auf Telegram. Ihr werdet sehen und ihr werdet uns finden. Und ja, danke nochmal an euch beide. Wenn wir auf YouTube gehen, könnten wir nochmal fragen, ob Interesse an Live-Bestände. Ja, das wissen wir. Machen wir einfach, Frank. Ach so. Wir machen das. Das wissen wir. Gut, okay, doch. Ja. Also, viel Spaß an euch alle. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.